Business Talk mit Carsten. Herzlich willkommen zu Business Talk mit Carsten, einem neuen Format hier bei Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Ich bin der Carsten und ich darf heute zu meiner ersten Sendung zwei wunderbare Gäste begrüßen, den lieben Tobias und den lieben Andreas, aber stellt euch gerne selbst vor. Ja, ich bin der Tobi, ich freue mich heute dabei zu sein und ich bin 37 Jahre alt, bin Unternehmer und liebe es zu kommunizieren und freue mich, dass wir das heute hier zusammen machen können. Das glaube ich, ich kenne dich ja ein bisschen, ich weiß, du kommunizierst wirklich gerne, also ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden mit dir. Und per Telefon ist uns zugeschaltet der liebe Andreas. Andreas, sag du auch gerne ein paar Worte zu dir. Ich bin glücklich verheiratet, 39 Jahre alt und auch selbstständig als Trainer, aber auch vor allen Dingen als Veranstalter. Deswegen sind wir ja heute hier. Ja, ihr seid zusammen eingeladen, weil ihr auch businessmäßig ein Buddy-Couple seid, ja, und in den nächsten Wochen hier in Hanau ein wunderbares Event veranstalten werdet. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Warum seid ihr zusammen? Was habt ihr davor und was wird in Hanau stattfinden? Darum geht's in den nächsten zwei Stunden hier bei Radio Hanau. Und wir starten zunächst einmal mit einem Lied. Alles Wunschlieder meiner Gäste heute. Ja, das war Xavier Naidoo, Alles kann besser werden. Das hat sich der Tobias, glaube ich, gewünscht. Ja, sehr schöner Song, ich liebe ihn. Wie kamst du auf dieses Lied? Ja, alles kann besser werden, ist so ein hoffnungsvoller Ausblick, ne? Es geht immer voran, man muss nicht stehen bleiben, sondern die Dinge werden eigentlich besser. So, das ist irgendwie eine gute Botschaft. Oh, das ist Optimismus, ja. Das treibt mich ja auch ein bisschen an. Ja, was machen wir hier grundsätzlich in der Sendung Business Talk mit Carsten? Das hört sich ein bisschen brüder an, soll aber gar nicht so sein. Ich liebe Geschichten von Unternehmern, von Business-Treibenden, von Menschen, die ja ihr Herz in die Hand genommen haben, um zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mich und mein Leben. Ich habe eine Geschäftsidee. Die haben meistens auch schon ganz schön viel erlebt, die sind meistens schon mal gescheitert und wieder aufgestanden, ja, und ich liebe die Geschichten hinter diesen Menschen, hinter diesem Business, ich liebe es zu verstehen, wie haben Menschen sich entwickelt und warum machen sie das, was sie heute machen, und genau darum soll es hier gehen in diesen zwei Stunden. Und ich freue mich besonders, dass Tobias und Andreas meine ersten Gäste sind hier in dieser Sendung, also vielen Dank, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Und ich möchte den Zuhörern natürlich die Möglichkeit geben, zu verstehen, warum ich euch so cool finde, ja, warum ich euch gebeten habe, meine ersten Gäste zu sein. Und ich fange mit dem Tobias an, der hier live bei mir im Studio ist und Andreas ja aus Löhne zugeschaltet ist. Tobias, du hast gesagt, du bist jetzt 37, ja. Entschuldigung. Und ich bin auch glücklich verheiratet, ich habe das vergessen, der Andreas hat das eben so schön eingefügt. Tobias hat sich jetzt herausgefordert gefühlt von Andreas. Andreas, ich muss jetzt noch einen nachlegen, genau. Ich bin übrigens auch glücklich verheiratet, damit wir das jetzt alle zwangsweise erwähnen. Sehr gut. Und weil wir alle Angst haben, dass unsere Frauen die Sendung hören und sich fragen, warum wir es nicht gemacht haben. Ja. Also Tobias, bevor du glücklich verheiratet warst. erzählst du ein bisschen über deine berufliche Entwicklung oder ja, wie hat sich der Tobias zu dem entwickelt, der er heute ist? Ja, eigentlich habe ich ja mal Theologie studiert, also evangelische Theologie. Bin ein gläubiger Mensch und daher war für mich immer so, ja, ich wollte eigentlich erstmal Pastor werden, also erstmal in die christliche Kirche, da helfen Menschen, ja, das Potenzial rauszuholen, und habe aber dann gemerkt, mir lag doch eher noch die Medienbranche auf dem Herzen. Und bin dann damals als Journalist bei ARD und ZDF viel gewesen, habe da bei Heute Journal gearbeitet und beim SWR auch gearbeitet und war vor 10 Jahren gesehen, dass doch tatsächlich da aus dem Online-Bereich ein Name kam, der hieß Facebook, und habe gemerkt, oh, da kommt eine ganz neue Maschine auf uns zu. Und habe damals dann, das war 2011, so eine Idee gehabt, einfach einen Online, da war ich noch Student, im Studentenformat, habe ich das E-Café gegründet damals. Das E-Café. E-Café, genau, so hieß das. Und das war einfach ein kleines Studentenprojekt, Online-Talkshow kann man dazu sagen. Wir haben erst angefangen mit SD-Kameras vom offenen Kanal, die anzuschleppen und dann so die ersten Sendungen zu machen. Und das war noch total low budget alles. Ich bin damals mit zu irgendwelchen Leuten in irgendwelche Bars gegangen, habe die gefragt, ob sie mir 150 Euro geben können, damit ich das Logo auf die Flyer packe, die ich dann an der Uni Gießen verteile. Da habe ich so mein erstes Geld dann reingeholt, das waren 1.500 Euro. Davon konnten wir gerade uns irgendwie diese SD-Dinger leisten und das Ganze drumherum.
Und haben dann einfach Professoren aus der Uni eingeladen, die kamen dann dahin und wir haben einfach über das Thema, was es war, Freundschaft, was ist Liebe, geredet, wie kann ich meine Prokrastination beenden und so weiter. Und so ging das eigentlich los und das wurde immer größer und irgendwann habe ich gemerkt, dass das tatsächlich so durchgeschlagen ist und im Endeffekt ist daraus dann meine heutige Firma entstanden. Bevor ich auf die heutige Firma komme, nochmal zurück. E-Café, ja, genau. Was war das für ein Format? Habt ihr da, habt ihr das gesendet oder habt ihr da Live-Publikum gehabt? Ja, genau, also wir haben ein Live-Publikum gehabt und wir haben gesagt, hey Leute, lasst uns das doch mal live streamen. Das war so die erste Vor 10 Jahren. Ja, die erste Show, 2011 war das, noch länger her. Das war die erste Sendung eigentlich, die überhaupt gestreamt wurde. Damals gab es noch gar kein Facebook-Streaming, Instagram-Streaming und sowas, gibt es ja heute alles. Damals noch nicht. Und dann haben wir angefangen, die erste Sendung zu machen und das hat gefloppt. Erstmal, weil es nicht funktioniert hat, der Stream. In der zweiten Sendung hatten wir so einen Online-Moderator dann dabei, der hat dann gesagt, hat es dann auch gemacht und plötzlich funktionierte das und es kam aus dem Online-Bereich eine Frage in die Runde vor Ort. Also wir hatten so 4 Professoren da und so und Publikum vor Ort und das war für uns echt damals noch eine Sensation, dass dieses Gefühl als Moderator, das dann zu hören oder kommt eine Frage von irgendjemand, der in Gießen gerade irgendwie auf seinem Bett liegt wahrscheinlich, die Sendung guckt und eine Frage stellt. Das war wirklich total der krasse, wow, ja, klasse Geschichte. Ja. Hört sich gut an. Ja. Ja, was hast du daraus gemacht? Was hat sich daraus entwickelt? Genau, das wurde immer größer. Wir hatten 2013 eine der besten hessischen Bundestagswahlkampagnen oder Veranstaltungen gehabt. Hessische Landtag war da komplett. Der Bouffier ist zu mir nach Hause gekommen. Wir hatten eine 2-stündige Interviewformat mit mir gedreht, bevor der Wahl. Das war richtig Bambude damals. Wir hatten richtig viele Leute, die da hingekommen sind. Wir waren in der Uni-Aula von Gießen. Also das war wirklich ein richtig geiles Teil und irgendwann hast du aber gemerkt, so als Student, okay, du schaffst das nicht mehr, du musst jetzt auch mal Geld verdienen, ne? Also wir hatten natürlich schon Partner, aber die haben das dann finanziert, aber im Endeffekt mussten wir natürlich dann auch irgendwann mehr Geld verdienen und dann habe ich angefangen zu überlegen, was kann ich jetzt damit machen mit den Dingen, die ich da gelernt habe und habe angefangen Formatentwicklung und so Videoproduktion dann zu verkaufen an Unternehmen und war dann eigentlich so ein Dienstleister und so ging das dann eigentlich los, dass ich dann die E-Productions GmbH gegründet habe, also damals noch UG, ne, bin ich dann zum Notar und dann hat er gesagt, ja 400 € nur, dann sind sie ja gleich schon wieder insolvent und ich so, nee, alles gut, wir kriegen das hin und dann habe ich dann 400 € eingezahlt und so ging das dann los, ja. Wahnsinn und die E-Productions GmbH ist ja auch die Firma, mit der du heute noch erfolgreich am Markt bist. Aber du hast gar keinen technischen Hintergrund, ne? Tatsächlich nicht, nee. Also ich war wirklich einfach Theologe. Ich habe danach noch, wie gesagt, Geschichte und Journalistik, Bachelor studiert an der Uni Gießen. Ich hatte keine Ahnung. Null. Nichts. Ich hatte auch kein BWL, gar nichts. Ich musste mir das alles selber irgendwie aneignen und zu verstehen, wie man kalkuliert, was überhaupt die IHK ist, was der Bundesanzeiger ist. Das kam erst so alles irgendwie dann nach und nach, was man da alles beachten muss. Aber es war wirklich Learning by Doing. Ich hatte meinen Opa. Also gut, dass er mir geholfen hat. Der hat mir meine Buchhaltung gemacht. Ich hatte nämlich auch gar keine Ahnung von Buchhaltung. Ja, mein Opa hat das damals alles für mich gemacht. Und das war natürlich ein Segen für mich, ne, dass ich das dann irgendwie schaffen konnte. Ja, also böse Zungen behaupten, sie wissen immer noch nicht, wofür die IHK da ist. Aber das Ganze steht auf einem anderen Blatt Papier. Und Theologie ist ja wahrscheinlich eine werteorientierte Auswahl deines Studienfaches gewesen. Und das findet sich ja jetzt in dem Werdegang, den du da beschrieben hast, gar nicht mehr wieder. Also ich bin immer noch ein gläubiger Mensch, das habe ich nicht verloren tatsächlich. Für mich war es immer wichtig, auch den Glauben und auch die christlichen Werte in die Gesellschaft reinzutragen. Und gerade im Medienbereich kann man das gut tun, weil man da einfach eine große Aufmerksamkeit erzielen kann. Und das war für mich einfach auch so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte in die Medienbranche. Und unter anderem habe ich natürlich auch gerne kommuniziert, gesprochen, geredet, wie auch immer, das ist klar. Aber das war auch immer so mein Why, das mitzunehmen auch. Und heute mache ich immer noch tatsächlich nebenbei noch so Hochzeiten als auch Beerdigungen. Das mache ich tatsächlich noch so ab und zu. Ich predige auch ab und zu in der Kirche oder in der Gemeinde oder so. Das mache ich immer noch bis heute, ja. Okay, Hochzeiten und Kirche. Hochzeiten und Beerdigungen. Tatsächlich, ja. Okay. Also ist zwar nicht Inhalt der Sendung, aber ich bin jetzt einfach neugierig. Ja. Was ist das Schönste bei einer Hochzeit für den Prediger und was ist der erhebendste Moment bei einer Beerdigung? Also der schönste Moment ist, wenn die beiden anfangen, also wenn das Paar anfängt, durch deine Rede berührt zu werden und anfangen zu weinen. Das ist ein unfassbar krasser Moment, den erlebt man tatsächlich ab und zu mal. Das ist richtig schön. Und bei der Beerdigung ist es einfach der Moment, einen Menschen zu verabschieden. Die Menschen, die drumherum sitzen, dieses Gefühl dann, was dann im Raum ist, ist ein ganz spezielles Gefühl. Das kriegt man sonst nirgendwo her. Das ist schon echt krass. Es ist auf der einen Seite traurig, aber es
ist auf der anderen Seite auch sehr, ja, berührend, muss man sagen. Ja, ihr merkt schon, also heute haben wir auch Deep Dive, ja. Aber wir sind auch gut gelaunt trotzdem. Und ich finde es bei Tobias sowieso spannend, dass man Leichtigkeit mit Tiefgang verbinden kann. So nehme ich dich auch wahr. Also ja, wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, schaut ihn euch mal an. Hat kein Radiogesicht. Ist also auch kameradtauglich. Und ja, dann gehen wir mal zum Andreas. Lieber Andreas, du bist uns jetzt zugeschaltet. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Ich kenne dich sehr gut, wir sind enge Freunde, aber stell dich gerne mal unseren Zuhörern vor. Was hast du gemacht, bevor du professioneller Interviewgast in Radiosendungen wurdest? Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, was sehr konservativ christlich geprägt wurde und bin 1989 tatsächlich nach Deutschland zurückgekehrt, sagt man, also Rückkehrer, also wir haben in Russland gewohnt und deswegen fühle ich mich so ein bisschen wie ein Immigrantenkind, weil wir am Anfang echt Schwierigkeiten hatten, uns zu integrieren in diesem Land, auch meine Eltern, wir waren in Russland nicht zu Hause und am Anfang hier in Deutschland auch nicht, mittlerweile ist das anders und deswegen war die Kindheit so ein bisschen geprägt von verschiedenen Schwierigkeiten. Aber als ich dann 17 war, bin ich dann in einen Frauenberuf gegangen. Heute ist das nicht mehr so stark Frauenberuf, aber ich bin damals im Krankenpfleger, habe ich mich ausbilden lassen. Und das war tatsächlich der einzige, nee, fast, das stimmt nicht ganz. Ich habe 20 Bewerbungen geschrieben und alle nur in die Pflege. Einmal Heilerziehungspflege. Ich wollte wirklich Krankenpfleger werden. Das war so mein Traum. Habe ich gemacht. Warum? Mit 17 ausgezogen. Was war die Idee dahinter mit 17? Das ist eine gute Frage. Danke. Ich war Realschüler und hatte keinen guten Abschluss, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, knapp unter einem Dreierabschluss. Und das war damals für Krankenpflege eigentlich nicht so der Durchschnitt. Also viele hatten doch Abitur. Aber irgendwie hatte ich es auf dem Herzen, Menschen zu helfen. Ich hatte einen guten Draht zu Menschen. Ich hatte keine Schwierigkeiten mit älteren Leuten. Und ich habe mich dabei einfach wohlgefühlt. Es war wirklich so etwas, ja, geben zu können, Wertschätzung zurückzubekommen, so etwas zu sein. Habe ich das wahrgenommen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Okay. Bin dann mit 17 ausgezogen. Ja. Das war schon krass. Kannte man aus meiner Kultur gar nicht, mit 17 auszuziehen. Aber es war einfach nicht möglich. Ich konnte mich keiner fahren, die weite Strecke jeden Tag. Was heißt weit? Es waren irgendwie über eine halbe Stunde. Genau. Fernverkehr, also Verkehr war nicht so gut. Deswegen bin ich ausgezogen. Ja, das war krass. Es war eine krasse 3 Jahre waren das. Mein Leben sehr geprägt haben. Hast du es bereut oder bist du dabei geblieben? Nein, never. Nein, niemals. Ich liebe immer noch diesen Beruf und ich glaube, das ist einer der wertschätzendsten Berufe, die man machen kann und haben kann. Ja, absolut. Das ist wirklich etwas Wundervolles. Wie lange hast du den Beruf gearbeitet? Ja. Von 2000 war ich fertig. 23 Jahre. Okay, also muss man ja erstmal aushalten und durchhalten. Also ich kenne viele, die im Gesundheitsbereich nicht so lange durchhalten, weil die Belastung relativ hoch ist. Aber vielleicht hat es was damit zu tun, ob man auf seiner Herzensmission ist oder nur einen Job macht. Ne? Ja. Kommen wir vielleicht auch nochmal zu heute. Okay, was machst du seitdem, wenn du offensichtlich jetzt nicht mehr als Krankenpfleger arbeitest? Genau, ich habe dann tatsächlich im Laufe der Jahre festgestellt, dass es doch noch eine Welt außerhalb der Pflege gibt, die auch schön zu sein scheint und habe mich dann mal als Leitungskraft versucht, eine Weiterbildung zur Führungskraft gemacht. Das ist nicht so gut ausgegangen. Es war dann für mich nicht der richtige Weg gewesen. Und dann bin ich als Schulungsbeauftragter in der Uniklinik für Ärzte aktiv gewesen, über 2 Jahre. Und habe mich parallel dann mehr mit mir selber beschäftigt, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema Bühne, weil ich habe relativ früh Bühne auch bekommen, auch im Kirchenkontext, im Predigtdienst und habe dann auch ein paar Menschen trauen dürfen, auf Hochzeiten sprechen können, auf Beerdigungen. Ja, und dann habe ich gedacht, hey, das ist vielleicht eine Welt und habe dann so ein paar Seminare und Ausbildungen gemacht noch zusätzlich, Speaker-Ausbildung und dann habe ich gedacht, hey, diese Welt gefällt mir auch sehr gut. Ich wage diesen Sprung. Und in die vollzeitliche Selbstständigkeit bin ich dann 2023 gegangen. Noch gar nicht so lange her.
Nee, tatsächlich. Das war wirklich auch ein, ja, das war eine rote Entscheidung. Also wer Persönlichkeitstypen kennt, habe ich vom Carsten gelernt. Ja, ja. War das eine aber sehr. Wir haben uns ja auch bei einem dieser Seminare kennengelernt. Und seitdem verfolge ich ja so ein bisschen, was du machst. Und war wohl eine mutige Entscheidung, würde ich sagen. War eine sehr mutige Entscheidung, obwohl ich parallel ja, also da war ja nicht ganz außen vor, also ich habe parallel 5 Jahre ein Business aufgebaut in der alternativen Gesundheit, wo wir Menschen begleiten und beraten, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen auf alternativen Weg. Das hat gab mir so einen kleinen Puffer, ja, aber trotzdem war es eine Risikoentscheidung. Aber ich hatte Gott gefragt und ich hatte einen ganz starken Eindruck, dass Gott gesagt hat, du darfst mir vertrauen, wir schaffen das. Das ist eine super Parallele schon zu der Vorstellung von Tobias. Ja, also ich merke, ihr habt dann beide einen ähnlichen Hintergrund. Wo ihr euch kennengelernt habt, warum ihr nach dem Kennenlernen dachtet, wow, wo war denn dieser Seelenbuddy die ersten 30 Jahre meines Lebens? Und was ihr miteinander macht, das will ich von euch nach dem nächsten Lied wissen. Und ich habe zwar was anderes geplant, aber nach deinem Vortrag jetzt nehme ich das Lied Mut von Alexa Feser, weil es so schön zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ja, das Lied war so schön, ich habe fast auf Wiederholen gedrückt. Ja, Andreas, wir waren bei dir stehen geblieben. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich deine Story mit uns geteilt hast. Und jetzt frage ich mich, der Tobias und der Andreas, ja, warum seid ihr jetzt zusammen hier? Warum gibt es euch als Business Buddies? Ja? Wer mag antworten? Andreas, vielleicht du aus Löhne. Wie hast du den Tobias kennengelernt? Ja, Tobi, lass mal einen Dialog machen, so wie wir das empfunden haben. Also es war so, ich kriege auf einmal auf Instagram eine Anfrage, da schrieb jemand einfach ganz plump, bist du Pastor? Ja, tatsächlich. Das keine, und du weißt, Carsten, du magst ja den Dialog der Begrüßungsformel. Ja, das wird mich schon hart triggern. Tobias schrieb einfach, bist du Pastor? Und ich so, nein. Wow, und dann zwei Tobi, Kommunikatoren, so kommunikative Menschen. Genau, Tobi, was hast du gedacht? Also erstmal, wie ich überhaupt ihn angeschrieben habe, warum mich ihn gefragt hat, war, er war bei Instagram. Ich folge schon länger dem KM Kakmachi auf Instagram. Ich kannte den vor 2-3 Jahren mal kennengelernt. Und der macht auch immer solche Persönlichkeitsentwicklungsseminare und wie auch immer. Und da war dann plötzlich, hat er da jemand angekündigt, das war, glaube ich, die Brave Spirit Mastery oder wie das hieß. Da hatte er angekündigt, ja, von der christlichen Fraktion kommt auch ein Pastor dazu. Und der heißt Andreas Neufeld. Und da habe ich gedacht, ach ja, cool. Das finde ich immer toll, dass sich immer ein Pastor traut, sich mal im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auf solchen Seminaren zu zeigen. Und habe gesagt, das hat mich irgendwie total begeistert. Und dann habe ich ihn halt so angeschrieben, na, bist du Pastor? Und er sagt dann, nö. So, und ich dachte so, war mir egal in dem Moment. Das ist trotzdem cool, was der macht. Und habe gefragt, hey, lass uns doch mal treffen. Lass uns doch mal treffen. Und habe ihn dann eingeladen, zu mir nach Hause, nach Frankfurt zu kommen. Und er kam dann auch. Und so begann eigentlich an diesem Tisch, damals an diesem Frühstückstisch, den wir zusammen, wo wir diniert haben, eine unglaubliche Geschichte, die ich jetzt in dem Moment so nicht erwartet hätte tatsächlich. Ja, weil ihr habt euch kennengelernt und dann ist was passiert, Andreas? Ja, ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe mich noch nie auf so etwas eingelassen, halt jemanden auf blauen Dunst zu treffen. Und zumal es auch 3,5 Stunden von meinem Wohnort entfernt ist, mindestens. Aber ich hatte an einem Wochenende für meine Frau ein Seminar gebucht da unten in eurer Gegend. Und da habe ich gedacht, ich fahre einfach mit und treffe mich mit dem Tobi. Und dann haben wir uns getroffen. Lisa war mit dabei, seine Frau. Und wurde wundervoll begrüßt, ein reich gedeckter Tisch. Ja, und wir haben uns ausgetauscht. Einfach so uns vorgestellt, unsere Vision des Herzens geteilt. Wir hatten relativ schnell eine Ebene, wo ich sagen würde, es ist also überdurchschnittlich. Also man hat echt Vertrauen gefasst und es war gleich Deep Diving. Und ja, dann haben wir tatsächlich so viel Tiefgang gehabt, auch an dem Tag, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind zwischendurch. Einfach weil wir so viele Dinge gemeinsam geteilt haben und die gleichen Wünsche und Träume auf dem Herzen hatten, dass es schon fast spooky war, dass wir uns so begegnet sind, ja. Das war
Wieso, da ist jemand vorbereitet worden oder hat die gleiche Vision auf dem Herzen und jetzt testen wir uns über Social Media. Das war schon spannend, ja. Kann man gerne sagen. Ja, okay, aber, also, was mir auffällt, da können sich ja zwei Menschen treffen, die verstehen sich ganz gut und dann können die ja auch privat befreundet bleiben, aber es ist ja was draus entstanden. Ihr seid ja heute ja eine GbR, kann man also offiziell sagen, also ihr habt euch ja auch businessmäßig zusammengetan. Warum? Ich sag mal, es war eigentlich so der, also warum wir eigentlich so einen Treffen, also so einen Punkt hatten, wo wir uns begegnet sind, war eigentlich, ich hatte vor, keine Wochen, Monate vorher oder schon vor Corona habe ich einen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gelesen und da war im Titel, die neuen Prediger sind heute auf den Bühnen der deutschen Messehallen. Und das habe ich mir dann durchgelesen und dachte mir so, krass, da treten Speaker auf, da treten Menschen auf, die erzählen dir von Prinzipien, die ich eigentlich aus der Bibel kenne und die ich eigentlich auch so wahrnehme, dass das eigentlich Dinge sind, die schon längst vor 2000 Jahren niedergeschrieben wurden. Und natürlich machen die dann ihr großes Geld, ich will das auch gar nicht verurteilen, und machen dann ihre Kohle, aber lassen halt eben Gott oder auch den christlichen Bezug halt raus. Und das hat mich irgendwie damals so getriggert. Und irgendwie habe ich dann das mal dem Andreas so erzählt. Und das war das, was ihn halt auch so krass berührt hat und gesagt hat, ja, das ist genau das, was ich auch fühle. Und dann haben wir eigentlich an dem Tag schon beschlossen, hey, lass uns doch ein christliches Gedankentanken ins Leben rufen, so ungefähr. Und da ist dann die erste Idee entstanden. Andreas hatte tatsächlich an einem Ort schon mal ein Event gebucht, wo er ein Seminar selbst machen wollte und hatte mich gefragt, hey, hast du nicht Lust, dabei zu sein? Und ich war erstmal so, ich musste gucken, ob der Termin frei war. Der war dann zum Glück frei und dann habe ich gesagt, ich komme als Sprecher. Und dann hat Andreas irgendwann gesagt, hier, hast du nicht Bock, mit mir das zusammenzumachen? Dann haben wir gesagt, ja, komm, let's do it. Und dann haben wir da echt unser erstes Event, damals noch in Bielefeld, hieß damals noch 1 Live, haben wir ins Leben gerufen. Und das war so der Start. Und dann haben wir einfach gemerkt, wir müssen da mehr draus machen. Okay, das heißt, es gab schon mal so diesen Anreiz von außen. Es gibt ja diese Welt der Speaker, Trainer, Coaches, whatever. Und die proklamieren Prinzipien. Und du sagst, die Prinzipien habe ich doch alle schon gehört. Die sind schon lange, sind eigentlich schon verstaubt, weil die haben wir schon im alten Buch, ja? Ja. Und dann parallel hat Andreas ein eigenes Event geplant und dann habt ihr daraus was Gemeinsames kreiert. Ja, ne? Ich erinnere mich dran, ich war ja auch als Speaker eingeladen, freundlicherweise. Hast du auch sehr gut gemacht. Ich danke, Chapeau. Es ist nicht Teil der Einladung, dass du das sagen musst. Ich weiß, aber ich fand's super. Und es hieß 1 Live in Bielefeld letztes Jahr. Ja. Okay, dann war das erste Event rum. Und offensichtlich habt ihr gedacht, das können wir nochmal machen, oder wie? Ja, es hat uns wirklich begeistert. Andreas, kannst ja auch gleich noch was dazu sagen, aber ich habe irgendwie gespürt, da könnte was gehen. Und es waren ein paar Leute, die zu uns kamen, meinten, hey, das könnte was Großes werden. Ihr solltet da mal dranbleiben. Und es haben auch aus unserem Kreis viele uns das so zugesagt. Wir sind ja auch vielen christlichen Kreisen unterwegs. Und da gab es auch ein paar Leute, auch Pastoren oder so, die das gehört haben und meinten so, ey, das ist etwas, was vielleicht Deutschland gebrauchen könnte. Und so haben wir dann gesagt, ey, lass uns noch mal eins machen. Andreas, aber ich gebe dir auch noch mal den Ball zu. Andreas, bevor du, oder ich würde dir gerne noch eine Frage mitgeben, bevor du antwortest. Es gibt auch jetzt so viel Speaking-Events, so viel Speaker, Trainer, Coaches. Es gibt, also ich glaube, an jedem Wochenende in Deutschland, meiner Meinung nach sicherlich irgendein Event, wo Speaker, die vielleicht auch einen super Ansatz haben, ihre Lebensprinzipien oder sowas mitgeben. Wozu braucht es da noch ein Event? Und ist Christentum überhaupt modern genug, um da mithalten zu können? Wow, sehr gute Frage. Ich liebe solche guten Fragen. Also ein bekannter Trainer hat mal gesagt, gute Fragen sind die Basis von allem. Carsten, was ist drauf? Auch wenn es deine erste Runde ist. Er ist ja auch jetzt hier Moderator. Also. Ja, Chapeau. Aber ja, meine ich ja. Andreas, ich erkenne den kommunikativen Trick, dass du dir nur Zeit verschaffen möchtest für die Antwort. No. Wir haben tatsächlich, also mein Wunsch war ja generell, kein Einzelseminar zu machen oder kein Einzelevent, sondern ich wollte ja etwas starten, war meine erste Intention. Und wir hatten tatsächlich gutes Feedback bekommen. Und
der Tobi sagte, du, wir haben so viele Leute auch gesagt, hey, das ist so weit weg und so 3,5 Stunden, lass uns das nochmal in einer anderen Region machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es nochmal in Frankfurt. So, es kamen viele Dinge auf einmal zueinander, wo wir gesagt haben, hey, wenn der Bedarf da ist, dann gehen wir auch nochmal nach Frankfurt, machen wir es vor Ort auch nochmal. Genau, und der andere Aspekt ist tatsächlich, du hast auf diesen verschiedenen Seminaren oder Events ein extrem breites Portfolio. Und was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe, dass die Spiritualität einen immer größeren Raum eingenommen hat. Und die Spiritualität von außen betrachtet ist ja erstmal nicht so stark positioniert, sondern es kann ja um Schamanismus, Buddhismus, Esoterik, um alles gehen. Und da war mir so sehr viel Verwaschung oder Verwischung, sage ich mal, und da Tobi und ich ja sehr klar positioniert sind als Gläubige, haben wir gesagt, wenn wir jetzt so ein Event irgendwo besuchen und dann wird wieder was zum Thema Spiritualität, du weißt halt nicht, was dahinter steckt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir finden es eh alles in der Bibel wieder. Wie wäre es, wenn wir das einfach aus dem Blickwinkel des Christentums betrachten und das, also diese Spiritualität nach draußen geben und seinen Glauben auch mitteilen und da klar positionieren. Und das ist immer klarer geworden. Und dieses Jahr ist es dann wirklich so weit gewesen, dass wir gesagt haben, hey, wir benennen das Ding tatsächlich um das Eventformat und positionieren uns auch nochmal stärker als, ja, als ein christlich gerahmtes Event. Ja. Okay, ich meine, ich bin natürlich ein bisschen informiert, weil wir drei uns ja auch außerhalb dieser Radiosendung mal austauschen, aber damit auch die Zuhörer verstehen, wie eure Reise gewesen ist. Ihr habt dann ein zweites Mal gemacht in Frankfurt. War auch ein sehr schönes Event, ich war auch da zugegen, ja, und weiß, dass da auch eine besondere Stimmung geherrscht hat. Wir hatten also das zweite Event und ihr habt sogar noch ein drittes Event veranstaltet, das kann ich schon vorwegnehmen, das weiß ich, das war in Bonn. Das erste Mal, dass ich nicht dabei war übrigens. Verspreche, beim nächsten Mal bin ich wieder da. Dann habt ihr drei Events gehabt, habt also Eindrücke gehabt, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie das bei jedem beruflichen Unterfangen übrigens ist. Es gibt ja immer Dinge, wo man in der Retro sagt, boah, das müssen wir unbedingt nochmal machen und Gott, diesen Punkt, den müssen wir unbedingt weglassen. Ja. Aber ihr habt ja Begegnungen gemacht, also ihr habt ja durchgezogen und trotz Anlaufschwierigkeiten habt ihr weitergemacht. Das ist ja auch die Message, die ich eigentlich gerne den Zuhörern mitgeben will, wenn der ein oder andere vielleicht auch gerade draußen in der Selbstständigkeit ist und denkt, wow, ist gerade ein bisschen anstrengend. Ja. Und was ist euch nach dem dritten Event so passiert? Naja, also es hat sich irgendwie, das ist eine total verrückte Geschichte eigentlich. Wir hatten schon vor dem Event, war ich in Zypern gewesen und habe dort zwei digitale Unternehmer kennengelernt. Und die beiden kamen aus der Esoterik. Also die haben früher ganz viel in Esoterik gearbeitet, haben da ganz viel auch im Bereich Facebook und so gemacht, kennen sich auch super aus im Online-Social-Media-Marketing. Sind übrigens auch im Vorfeld unseres Events mit einem Online-Kongress vertreten bei uns. Das machen wir auch mit denen zusammen, diesen Event jetzt am 13. hier in Hanau. Und dann war ich da und saß mit denen am Tisch und habe die halt gefragt, er hätte nicht Bock, das irgendwie da vorbeizukommen und wie auch immer. Und dann war deren Aussage so, ja, machen wir, aber nur wenn das christlich, wirklich christlich ist, das Event und nicht irgendwie was anderes. Und das hat mich damals irgendwie so bewegt. Und ich habe gedacht, okay, stimmt eigentlich, warum halten wir eigentlich so oft zurück mit unserem christlichen Glauben und gehen nicht so offensiv auch nach vorne, weil alle anderen machen es ja auch, wieso nicht wir? Und die haben halt vor 2 Jahren Gott kennengelernt und haben gesagt, das hat den bei denen alles verändert und haben gemerkt, hey, da ist so viel hinterher, da ist so viel Liebe drin, da ist so viel Freude drin. Da haben sie gesagt, hey, wir helfen jetzt da in dem Markt. Und das kam irgendwie dazu. Und wir haben gemerkt, ich bin dann zurückgekommen, habe das Andreas gesagt und habe gesagt, Andreas, lass uns das mehr im christlichen Rahmen geben. Wir haben da viel zu geben als Christen und als gläubige Menschen. Wir haben immerhin, wie gesagt, dieses alte Buch da. Und lass uns das gerne weiter auch geben. Und und so kam das, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir da in Hanau hier ein bisschen mehr da draus, sag ich mal. Ja. Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Da kommen wir natürlich heute drauf, weil ich da ganz viel zu wissen will, aber Esoterik, christlich. Ich weiß, es ist jetzt nicht deine Geschichte, sondern es ist von den beiden, wie heißen sie? Olli und Merle. Ne? Ja. Sag mal deine Bedeutung, deine begriffliche Bedeutung von
Esoterik. Meine begriffliche. Ja, was ist Esoterik für dich in einem Satz? Ja, es geht eher immer so um viel um Energie und Universum. Das ist, glaube ich, so das, was ich so höre, wenn man über eine höhere Macht spricht. Zum Beispiel, da geht es oft sehr stark um ein Universum. Man hat nicht so eine persönliche Person oder einen Gott im Vordergrund, sondern es geht eher um dieses Energie. Ich manifestiere Dinge in meinem Leben, indem ich sie ausspreche. Gibt es natürlich esoterisch, ist eine super breite Bewegung. Das kann man gar nicht jetzt. Deshalb wollte ich es nochmal anteasern. Kann ich sagen, hier Esoterik, das ist das jetzt. Sondern ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr breit. Genau. Ja, und als Kommunikationsexperten wissen wir ja alle, dass auch ein bisschen die Begrifflichkeit, die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, auch ein bisschen damit zu tun hat, wie es vom Gegenüber aufgenommen werden darf. Ja, ich habe eben jetzt den lockeren Spruch gemacht, zum Beispiel mit dem alten Buch. Ja, da haben wir alle ein bisschen schmunzeln müssen. Und ich denke einfach, dieses etwas schmunzeln dürfen, glauben oder sowas auch mal mit Leichtigkeit angehen zu dürfen, das ist genau das, was viele nicht verbinden mit eurem christlichen Glauben. Absolut. Das sondern sie denken, dass das Gegenteil, ne? Es muss immer streng sein, es muss immer langweilig sein, es muss immer eine Bürde sein und so weiter. Und deshalb, wenn ich dann mal in so einem Kontext hier mal sprechen darf, dann lockere ich das gerne ein bisschen auf, weil in meiner Welt ist das total lustig und leicht, ja, das, was du draus machst, aber geht ja hier. Ich glaube, das haben auch viele so erfahren in der Vergangenheit, dass es eher schwer war und dass es nur Regeln war und streng war und so. Deswegen kann ich das auch total nachvollziehen. Dass das man ist da ja ein ist bisschen, wenn du jetzt sagst, Pastor, ist der Andreas Pastor oder du predigst in Kirchen, dann kann ich den Zuhörern vielleicht nochmal erklären, dass das nicht bedeutet, dass du jetzt in der römisch-katholischen Kirche. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ja. Okay, aber also es ist nicht dein Place to be. Das ist nicht mein normaler Place, ja. Ja, genau. Okay, dass da eine ganz breite Palette gibt von Gemeinden, in denen man sich treffen kann. Ja, und so das, und ich glaube, diese Assoziation, die wir alle oder die viele von uns zumindest frühkindlich bekommen haben, hat ja was mit den Häusern zu tun, in denen man dann. Ja, Glaube kann man auch außerhalb der Kirche erleben, hoffentlich. Das ist der Punkt, ja. Genau. Das ist der Punkt. Da, glaube ich, dürft ihr eure Mission weiter ausleben und den Menschen, die Menschen mitnehmen, dass das auch eine sehr bereichernde, lebensbejahende Facette haben kann. Und du hast eben was gesagt, von wegen, da ist viel Liebe drin, da ist viel Leben drin. Und das ist vielleicht eine Botschaft, die ihr mitgeben dürft, weil das, glaube ich, die Menschen, wenn ich mich mit den Menschen in meinem Netzwerk so unterhalte, dann ist das nicht die erste Assoziation, die sie haben, wenn ich ihnen erzähle, oh, ich treffe mich mit Andreas und Tobias, den zwei Superchristen, ja, das ist so, ihr seid so ein bisschen wie, ihr seid so ein bisschen wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger in den 80ern, die zwei Superchristen auf Abwegen oder so. Also insofern glaube ich, ist Teil immer der Botschaft. Es ist schön, wenn man an was glaubt, es ist schön, wenn man Werte hat. Ne? Ihr wisst, ich bin da ganz bei euch. Aber ich glaube, es ist auch Teil, die Gegenüber oder sein Gegenüber verstehen zu dürfen und auch zu überlegen, wie kann ich Menschen erreichen. Absolut. Ja, es ist, wenn ich jetzt überlege, angeknüpft an Andreas Botschaft, der ist erzkonservativ christlich aufgewachsen. Das ist ja schon vom Ausdruck her so, dass das jetzt keiner will. Das stimmt. Ja. Herzkonservativ ist tatsächlich schwierig. Das ist schon so. Ich bin herzkonservativ. Das ist schon wow. Wahnsinn. Ne? Das so dieses Erz davor, das klingt auch schon so schwer, finde ich. Marketingtechnisch sehr schwierig. Ja. Und mit Marketing hat ja doch der Glauben manchmal noch eine Aufgabe. Ja, das stimmt. Da muss man sowas machen. Muss ich jetzt aber mal einhaken. Ja, bitte, Andreas. Wenn ich darf. Ja, klar. Immer. Genau. Also, ich möchte das. Also klar, also es hat mir einen Rahmen gegeben. Ich möchte das gar nicht so schrecklich negativ filmen, wobei ich glaube, dass es sehr viel geistlichen Missbrauch auch gibt in Kirche und im Glauben oder im vermeintlichen Glauben, wo es viel um Selbstgerechtigkeit und ich bin der Geilste und Coolste und ich muss mir den Himmel verdienen und so gibt. Das meine ich damit gar nicht. Das will ich alles als negativ abtun. Aber was damals schon wichtig war, es hat mir ein Stück weit Halt gegeben, weil wenn du aus einem Dorf in Russland nach Deutschland kommst und in einer Kirche wenigstens ein paar Menschen hast, die dich ansatzweise verstehen und wo du dich so langsam entfalten kannst, hat es mir schon Halt gegeben. Und ich habe sehr viel Bibelwissen in diesen Jahren erlebt und habe dort auch Jesus kennengelernt. Das will ich gar nicht abtun. Aber ich habe halt gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass das, was da vermeintlich als Glaube an Jesus, an Vater und Sohn vorgeschrieben wurde und verschiedene andere Regeln, nicht das Bild ist, was die Bibel uns versucht deutlich zu machen. Und da gab es auch noch einen Rahmen,
der nicht, sage ich mal, Bibelkonsens war. Und deswegen bin ich da ausgestiegen. Und das war auch damals, um nochmal auf Kerim kurz zu kommen, der Grund, warum Kerim mich eingeladen hat. Er hat gesagt, ich habe selten einen gläubigen Menschen, einen so gläubigen Menschen kennengelernt, der aber trotzdem so offen in die Diskussion geht und aber auch es zulässt, anderer Meinung zu sein oder eventuell anders Gott zu sehen oder zu erleben. Das hat mich halt nahbar gemacht und das hat mir gezeigt, ich darf zulassen, das alles anders zu erleben, wie ich es bis jetzt als Kind kennengelernt habe. Und bin dadurch, möchte ich sagen, nochmal in eine ganz andere Freiheit gekommen für mich, meinen Glauben zu leben, und zwar direkt in Verbindung mit Gott, mit dem himmlischen Vater, in die Kommunikation zu gehen und auch zuzulassen, dass andere Menschen das anders sehen, wie wir und wie ich. Also du hast, und nur weil wir einen christlichen Rahmen für unser Event haben, und das spiegelt auch unsere letzten Events wieder, Tobi, korrigier mich, wenn das nicht so ist, wir hatten von Moslems ja. über, ich weiß nicht, Atheisten, alles schon auf unseren Formaten. Ja. Also wir sind offen für jeden und es ist jeder willkommen, nur wir wollen einen klaren Rahmen geben, was unsere inneren Werte und den äußeren Rahmen bestimmen. Also in dem, was du gesagt hast, war offensichtlich so viel drin. Ich habe schon mitgeschrieben, damit ich nicht vergesse, was ich da erwidern will. Und Tobi hat hier auch schon den Finger gehoben, dass er unbedingt auch was dazu sagen will. Also, da der Gast Vorrang hat, Tobias, bitte. Also ich habe vor 2-3 Wochen mit 2 Unternehmern zusammengesessen und habe denen eigentlich erstmal so erklärt, oder aus meiner Perspektive erklärt, wie ich christlichen Glauben auch verstehe. Und ich glaube, dass das schon ein biblischer Ansatz der richtige ist und auch der ist, der am meisten frei macht und froh macht. Und ich glaube, dass wir mit der christlichen Botschaft die beste Botschaft der Welt haben. Das ist meine Meinung. Und das hatten die beiden dann auch gesagt. Die meinten so, ey, wenn das stimmt, was du da erzählst, dann ist es ja die beste Botschaft, die man eigentlich haben kann. Und das ist das, was wir an Ostern und an Karfreitag immer wieder feiern, was eigentlich auch einfach so, so gut ist. Dass Gott, der uns so sehr liebt, also der uns einfach bedingungslos liebt, dass der Jesus Christus an einem Kreuz hat sterben lassen für unsere Schuld. Und alles, was wir an Dingen getan haben oder Krankheiten, das dürfen wir einfach bei ihm abgeben. Und er vergibt uns das und wir sind frei. Und das ist, und dann sagt er uns noch, ey, ihr dürft ewig leben. Ihr seid bei mir, wenn ihr an mich glaubt. Ich muss nichts dafür tun, dass Gott mich annimmt, sondern Gott hat mich schon angenommen. Und er steht schon da und er wartet nur. Und er will mir helfen, im Leben durchzukommen. Und er will mir einfach Erfüllung schenken. Und das ist dieses ganz fernab von Regeln. Du musst jetzt jeden Sonntag um 10 im Gottesdienst sein und du musst jeden Tag beten. Nein, ich bete, weil ich Freude daran habe, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, das sind einfach solche Ansätze, die total biblisch sind, aber die über die Historie, oder die, ich habe ja mal Theologie studiert, über die Kirchengeschichte auch in vielen Punkten natürlich einfach verstaubt wurden. Und heutzutage ist es halt unsere Freude, das eben wieder mehr nach vorne zu bringen und den Leuten zu erzählen. Also jetzt musst du schon wieder so viel mitschreiben, weil da auch so viel drin war. Ich will auch ganz kurz nochmal zum Andreas sagen. Rahmen, ich habe das auch so verstanden, dass das ein Rahmen war, der dir da angeboten wurde. Und ich glaube, dass wenn wir Werterahmen vorgeben, in der Familie, aber auch in jedem anderen sozialen Gefüge, Vereine, Unternehmen oder sonstige, dann ist es ein sehr schmaler Pfad. Ja, weil wenn ich Werterahmen vorlebe, dann ist das eine gute Einladung, dich in meinem Werterahmen aufzuhalten. Und wenn du dich da auch wohlfühlst, dann haben wir einen hohen Wertematch und dann klappt das kommunikativ ganz gut. Werterahmen werden dann immer ein bisschen anstrengend, wenn ich dir sage, das ist der einzig gültige Werterahmen. Alle anderen haben auch gar keine Berechtigung. Und obwohl deine Werte sich anders entwickeln, ich dich zwinge, in diesem Rahmen zu bleiben. Dann wird's unentspannt. Ja, das war mir schon wichtig zu sagen. Werterahmen kann also sowohl gut als auch negativ sein. Das hat was, glaube ich, mit der gelebten Art des Werterahmens zu tun. Das ist mir wichtig. Und schön ist zu sagen, man oder ihr dürft in eurem Glauben fest sein, ja, und trotzdem offen sein für den Dialog mit anderen. Und ich glaube, solange der Dialog immer möglich ist, ist auch alles entspannt und schwingt auf einer entspannten Ebene miteinander. Und du hast was gesagt, Tobias. Und da, ich liebe ja Kommunikation, ich achte also gerne auf die Detailworte. Und du hast gesagt, ja, so wie ich das verstehe, ja. Und dann sage ich dir, ja, das finde ich gut. Wenn du weißt, dass das so ist, wie du das verstehst. Und wenn du mit diesem Glauben durch die Welt läufst, dass das immer auch deine Art des Verständnisses ist und deine Art der Interpretation,
dann kannst du das teilen und so weiter, aber es ist zunächst einmal deine Annahme. Ne? Die ist ja meiner ganz ähnlich, aber das ist ja gar nicht hier meine Aufgabe in dem Fall. Ne? Mir ist es immer wichtig zu sagen, es bleibt ein Stück weit auch immer die Annahme des Individuums, das für sich halt auch gelten zu lassen. Ne? Das ist mir wichtig. Und dann hast du noch einen Punkt gesagt, der, glaube ich, am allerwichtigsten ist, den nochmal klarzuziehen, dass wir unterscheiden dürfen zwischen halt Glauben, einer höchst persönlichen Sache, wie ich finde, und der Kirche, einer höchst nicht persönlichen Sache, ja, einer eher staatlich organisierten Sache. Und für die Menschen ist das oftmals in der gleichen Schüssel. Ja, absolut. Und ich glaube, das darf Teil eurer absolut. Ja, Botschaft sein oder Aufgabe, die vielleicht vor euch liegt, da wieder den Unterschied reinzubringen. Ja, ich hau jetzt mal einen raus. Ja, hau mal raus. Ich, mit 17 Jahren ist mir Jesus begegnet und das hat mein Leben komplett verändert. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach diese Passion oder auch diese Freude daran. Und mir geht es in dem Moment einfach darum, den Menschen zu lieben. Weißt du, weil ich glaube, dass die Botschaft, die Jesus hat, einfach befreiend und gut ist für die Menschen. Und deswegen habe ich da einfach so ein Why, weil ich sage, hey, dieser Gott liebt dich so krass. Der liebt mich so krass. Und weil er mich so sehr liebt und ich so eine Freude darin gefunden habe, will ich natürlich, dass andere es auch mitbekommen. Und wenn sie es natürlich nicht wollen, dann bin ich ja nicht so und sage, jetzt nimm. Sondern einfach, ich lasse die Entscheidung, natürlich. Ich lasse das offen und sage, hey, wenn du das nicht möchtest, kein Offense, weißt du? Ja. Aber das ist halt mein Herzenswunsch einfach. Und ja. Weißt du, da draußen sind so viele. Ich glaube, man hört es auch. Also ich sehe es auch, ja, sitze ja gegenüber, aber ich glaube, man hört es wirklich, dass das Herzensbotschaften sind oder auch Herzensangelegenheiten sind für dich, für euch, die euch da antreiben. Absolut. Ja, perfekte Überleitung für die nächste musikalische Einlage, hätte ich mal gesagt. Ja, ich weiß, das ist ein Lied, das dem Andreas viel bedeutet. Love My Life von Robbie Williams. So, wir sind zurück. Robbie Williams ist fertig und wir haben alle Zeit gehabt, mal einen Schluck Wasser zu trinken und uns wieder zu beruhigen. Andreas, wie geht es dir gerade, wenn du hörst, ist denn christlicher Glauben überhaupt noch modern genug, um jetzt auf Bühnen Menschen für sich zu begeistern? Es geht mir sehr gut damit, weil ich glaube nämlich, dass es nämlich genau das ist, was den Menschen in der heutigen Zeit halt gibt. Ich glaube, die letzten Jahre, gerade in unserem Deutschland, ich spreche jetzt nur über unser Land, haben uns gezeigt, dass wir im Außen keine Sicherheit und keinen Halt haben. Und dass immer mehr Menschen sich gefragt haben, woran können wir uns eigentlich noch festhalten, was gibt denn eigentlich noch Sicherheit und was hat Bestand? Und meine Wahrnehmung ist, dass gerade in den letzten Jahren die Suche sehr viel größer geworden ist nach dem inneren Frieden und nach der inneren Geborgenheit. Social Media macht ja möglich. Ich folge ja auch einen etwas fameren paar Leuten, Speakern und so weiter und so fort und Trainern. Und auch dort ist meiner Meinung zu sehen, dass immer mehr Menschen suchen, wo finden sie das? Shameless, Reichtum und all das gibt denen nicht das, was sie suchen und deswegen gehen sie tiefer und schauen und deswegen landen die Menschen in verschiedenen Richtungen, Religionen und so weiter und so fort und das ist etwas, was uns gezeigt hat, hey, der Mensch sucht nach dem Frieden, nach dem Höheren und deswegen ist es an der Zeit, dass wir Christen da auch uns positionieren und den Menschen sagen, hey, wir haben es erleben dürfen. Wir haben es erleben dürfen. Und ich selber kann aus meinem eigenen Leben berichten, ich bin nicht immer den Weg des Christen gegangen. Ich habe mich auch irgendwann mal ganz bewusst von Gott entfernt, weil ich gedacht habe, hey, ich will diesen ganzen Krempel nicht mehr und so. Und es war mir irgendwie alles zuwider. Habe aber dann in dieser, ich nenne es mal, gottlosen Zeit gemerkt, dass mir etwas fehlt und dass ich etwas vermisse, was mir Halt gibt in Einsamkeit, in Zeiten, wo keiner da ist oder wo ich mal nach innen schaue. Und ich habe verstanden, Beziehung zu Jesus, die Vergebung anzunehmen, das Leben mit Jesus ist einfach mit nichts zu ersetzen und mit nichts zu vergleichen. Und er gibt genau diese Ruhe, die wir brauchen in diesen unruhigen Zeiten. Er gibt uns Halt, er gibt uns Sicherheit und er gibt uns Perspektive für ein Leben nach dem Tod. Und das ist etwas Gewaltiges, wenn man darüber nachdenkt.
So sei es dann, ja gut, was soll ich da sagen? Also wunderbarer Vortrag, es war wirklich schon perfekt. Andreas, trotzdem möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ihr habt eben, oder Tobias hat eben die Vorlage gegeben, dass er in Zypern Olli und Merle kennengelernt hat, die gesagt haben, ja, wir haben da Bock mit einzusteigen, das Event mit euch gemeinsam zu stemmen, ja, sage ich mal. Aber wir wollen es deutlicher, klarer geframed. So offensichtlich habt ihr euch ja darauf geeinigt, denn ich weiß, ihr macht das jetzt gemeinsam und ihr habt euer Event auch umbenannt. Ja, also wer von euch auch immer antworten will, also wie kam es zu diesem Zusammenschluss und wie heißt es denn jetzt? Ja, also zum Zusammenschluss kam es, wie gesagt, ja durch diese Begegnung in Zypern. Und haben uns dann eben auch nochmal zusammengecallt in einem größeren Team und haben uns mal beschnuppert mit den anderen. Und es hat aber einfach wunderbar gepasst. Und wir waren dann so an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, 1 Live ist doch zu stark dann an dem Radiosender. Wir sind ja heute hier auch beim Radiosender von WDR. Und da wollten wir natürlich nicht... WDR? Ja. Ach so, der 1 Live. Ja, 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 das kennst du doch, 1 Live. Ja. Genau. Ist nicht so bekannt wie euer Event, aber ich habe es schon mal gehört. Genau. Ja. Ja, ja. Aber das kam, ich bin ja in der Medienbranche und da kam oft dieser Satz, wollt ihr euch den Schuh wirklich da anziehen, das jetzt so irgendwie als Konkurrenz zu machen? Und auch viele hatten tatsächlich gedacht, wir hätten einen Event für 1 Live für den Radiosender gemacht. Und dann haben wir gemerkt, das müssen wir irgendwie ändern. Und wir haben es ja auch eben christlicher prägen wollen und dann kam irgendwie, glaube meiner Frau und mir auf einem Weg zu einem Freund das Wort erleben in den Kopf, wegen erlebt, also Gott lebt, ja, kam das in unseren Kopf hinein und dann haben wir gesagt, ja, auf einem Event erlebst du ja auch viel, kannst viel mitnehmen und auch immer so in Worten, ja, ich habe da was erlebt, ich habe das und das erlebt, haben wir einfach gesagt, hey, das ist eigentlich ein cooles Wort und Andi hatte dann den Begriff noch Event reingeschmissen und dann war der Erlebt-Event geboren und so cool. Kamen wir jetzt letztendlich zu diesem Erlebt-Event, zu dem neuen Namen. Ja, und Alliterationen funktionieren immer gut. Absolut. Ja, das genau. Anonyme Alkohol, nein, Erlebt-Event. Ja, genau. Und das ist jetzt tatsächlich... das erste Mal in dieser neuen Form, auch in einer ganz neuen Größe und findet hier in Hanau statt. Am 13. Mai. 13. Mai. Und wo? Wir haben es immer so gemacht, dass wir in so, ja, wie soll man das sagen, wir haben ja viele, viele, durch unsere Kontakte viele, viele Freikirchen, Kirchen, in denen wir das auch machen können. Und die Freikirchen haben ja oft eher so Gebäude und so Events. Eventräume und hier gibt es diese in Hanau diese C3-Kirche mit dem Manfred, den ich lustigerweise auch in Zypern kennengelernt habe. Als ich Olli und Merle kennengelernt habe in Zypern, waren wir an einem Abend im Restaurant essen und plötzlich saß da der Pastor Manfred und ich dachte so, wo kommt der denn jetzt her? Ich kannte den gar nicht, der kam aus Hanau. Ich so, okay, Hanau jetzt hier in Zypern, interessant. Und dann fing er an, ja, ich habe da so eine fette Event-Location, da passen 400 Leute rein. Also wenn er Bock habt, könnt ihr die mal haben. Hab ich das gesagt, hört sich da am Hessen an. Dann habe ich gesagt, ja klar, komm, machen wir. Und so sind wir jetzt hier in der C3-Gemeinde in Hanau, die hat 400 Plätze. Ist eine echt krasse Event-Location, muss man sagen, wirklich. Also da sind auch säkulare Veranstaltungen drin, christliche Veranstaltungen, also ein Top-Ding. Und ja, da sind wir jetzt drin. Wahnsinn. Was erleben die Zuschauer vor Ort? Also warum sollte man da hinkommen? Muss man da jetzt bibelfest sein und alle Verse aufsagen können, irgendwie als Einlassbeschränkung? Oder? Beim Einlass, genau. Was? Ja, es wird genau. Am Anfang gefragt, genau. Weißt du, und da musst du einen bringen, sonst kannst du nicht reinkommen. Nein, ja. Spaß. Also, das wird eine sehr einsame Veranstaltung. Genau. Da wird auch der eine oder andere Christ vielleicht scheitern. Nein, also wirklich. Ein oder andere? Genau. Ich glaube, eine Menge. Eine Menge, ja. Nein, also das ist natürlich... ganz offen, also wirklich, hat Andreas ja eben auch gesagt, wirklich für jeden offen, der sich einfach mal auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen möchte, vielleicht auch einfach mal aus einer christlichen Perspektive oder auch, ich meine, die christlichen Werte, ganz ehrlich, die teilen wir in Deutschland fast alle miteinander und ich glaube auch, dass wirklich jeder sagen würde, da würde ich meine Unterschrift drunter setzen, wenn wir auch ans jetzt hier an unser Gesetzbuch denken oder an unsere Verfassung. Das beruht ja wirklich auf christlichen Werten und ich glaube, kein Mensch in Deutschland würde sagen, dass die Nächstenliebe oder die Dankbarkeit, die man duldet, dass das etwas Schlechtes ist, sondern tatsächlich etwas Positives. Und ich glaube, daher ist das für jeden was, der da Interesse hat. Die christlichen Werte sind ja im Prinzip ganz tief in uns verankert, weil wir ja unabhängig von der
also unabhängig vom operativen Tagesgeschäft quasi, ja, also ob wir jetzt gläubige Christen sind, das ja alles leben. Ich musste eben lachen, weil der Andreas hat gesagt, ja, ich in dieser Zitat gottlosen Zeit. Und da ist mir aufgefallen, dass ich habe ja Kinder, die im Jugendalter sind, dass das bei denen auch so ein feststehender Begriff jetzt geworden sind. Ja, also wenn jemand was ganz Schlimmes macht, dann sagen die, was ist gottlos, wie der sich benimmt. Ne? Also direkt gefolgt von dem Wort ehrenlos, aber ja. Gottlos wird auf jeden Fall genommen. Also in vielen sprachlichen Alltagsbegriffen. Ne? Um Gottes Willen, oh mein Absolut. Gott und so weiter. Ja. Gregor Gysi von den Linken sagte letztens erst bei Lanz, ich fürchte mich vor einer gottlosen Gesellschaft. Und das, obwohl er selbst nicht Repräsentant so oder Anhänger einer Glaubensgemeinschaft Richtig, ist. Richtig, ja, absolut. Ist so, ja, Werterahmen, da sind wir wieder. Ne? Da sind wir wieder bei den positiven Auswirkungen oder bei den möglichen positiven Auswirkungen eines Werterahmens. Persönlichkeitsentwicklung, das will ich nochmal aufgreifen. So, jetzt will ich ja nicht nur moderieren, ja, also nicht so, wie soll ich sagen, nicht der Thomas Gottschalk sein, sondern vielleicht doch ein bisschen die Maischberger. Ich möchte euch ein bisschen ärgern auch. Persönlichkeitsentwicklung, der Kern ist, ich bin zu 100% eigenverantwortlich. Alles, was ich habe und nicht habe, ist ausschließlich durch mich verursacht oder unterlassen. Ob ich positiv oder negativ denke, das hat großen Impact auf mein Leben. Der wichtigste Mensch ist der, den ich morgens rasiere. Also im Spiegelbild rasiere. Ja, gut. Wozu jetzt noch Gott? Mhm. Wenn ich doch sowieso alles, also weil Persönlichkeitsentwicklung, da will ich euch so ein bisschen jetzt, will ich verstehen, warum assoziiert, weil in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Bubble ist unheimlich stark der Gedanke verankert, dass das ja alles von mir selbst gemacht ist. Mhm. Darf ich theologisch mal antworten? Also du wenn ich antworten, wie du willst, wenn ich nicht im öffentlich-rechtlichen. Also, Dankeschön. Wenn ich glaube, dass es einen Gott tatsächlich gibt, wenn ich das jetzt mal annehme, dann glaube ich, dass er diese Welt erschaffen hat und dass er auch uns erschaffen hat. Und dann glaube ich auch tatsächlich, dass er uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Und dann glaube ich auch, dass er so viel Potenzial in uns sieht und uns auch helfen will, dieses Potenzial in uns auch herauszuholen und zu entfalten. Deswegen gibt es den Heiligen Geist. Ne? Es gibt ja diese dreieinigen Gott, an den wir glauben, aber das wird jetzt zu tief gehen. Aber selbst wenn wir sagen, wenn Gott existiert, dann ist in der jüdischen Überlieferung so der Satz von dem Ruach, von dem Geist Gottes. Und wenn ich sage, dass, wenn man das übersetzt, dieses Wort, heißt es auch Atem Gottes. Und das bedeutet, wenn es Gott gibt, dann ist zum Beispiel der Atem, den wir haben, ohne Gott gar nicht möglich. Das heißt, wir sind eigentlich total abhängig von Gott. Und das glauben wir tatsächlich als Christen. Und dementsprechend ist auch die gesamte Persönlichkeitsentwicklung mit seinen Prinzipien und dem, was er für uns hat, noch viel größer tatsächlich, als wenn ich das versuche, aus eigener Kraft irgendwie hinzuzaubern. Ich glaube, dass seine Kraft in uns unfassbar viel entwickeln kann in uns, dass wir unfassbare Dinge tun können, wenn wir an ihn glauben und im Glauben mit ihm vorangehen. Und das ist weitaus mehr als das, was ich teilweise dann eben auf den Bühnen höre. Das muss ich jetzt so ehrlich mal sagen dürfen. Ja, du darfst. Mich interessiert ja wirklich, was ihr denkt, was euer Antrieb ist. Andreas, möchtest du dazu was ergänzen? Bitte. Ich habe schon gedacht, es war förmlich zu spüren. Da kam es, war schon das Brennen aus dem Handy kam schon raus. Ne? Ja, genau. Also ich gehe voll d'accord mit dem Tobias. Weißt du, ich habe angefangen, genauso zu reden und zu denken und auch in meiner Familie. Und ich habe ja drei wundervolle Söhne im Alter von 14 bis 23 aktuell. Und obwohl ich gläubig bin, habe ich die Persönlichkeit, die gerade provokant geäußert hat, Carsten. Und habe dann auch gesagt, ja Jungs, ihr müsst einfach nur Dinge manifestieren und ihr müsst einfach nur dies und jenes. Und da gab es Situationen in unserer Familie, wo ich gedacht habe, hey, so ein Scheiß, der hilft keinen manifestieren. Weil wenn Kinder auf einmal in bestimmten Lebensphasen dazu gar nicht mehr fähig sind oder einfach Hilfe brauchen, weil sie sich so schlecht wahrnehmen oder so einen geringen Selbstwert haben oder viele andere Dinge, da hilft keine Manifestation. Da hilft kein Glaub an dich, du kannst das. Da hilft das alles nicht. Und selbst wir als Ehepaar sind dann einfach wirklich
zu Gott gegangen und habe gesagt, hey Gott, wir stoßen hier an unsere elterlichen Fähigkeiten, die Erziehung, das Kind aufzufangen. Und wir haben gerufen und geschrien und gesagt, Gott, gib uns Impulse, gib uns Weisheit, gib uns Menschen oder whatever, hier rauszukommen. Und rückblickend können wir einfach nur sagen, grandios, wie Gott einfach eingegriffen hat und uns einfach, manche würden sagen, Zufälle haben zukommen lassen, wie wir einfach mehr für unsere Kinder da sein konnten, unseren Kindern helfen konnten. Aber auch unser eigenes Leben als Ehepaar, das würde zu tief gehen, aber wir haben so viele Situationen erlebt, wo einfach pure Persönlichkeitsentwicklung einfach an seine Grenzen stößt. Und wir haben Heilungen erlebt, sowohl innerliche als äußerliche, übernatürliche Situationen. Und da hilft dir diese Persönlichkeitsentwicklung, wie du sie genannt hast und wie sie häufig gepredigt wird, hilft da einfach nicht mehr. Es ist mehr, es geht um mehr als nur um mich in meinem Leben. Weißt du, ich sehe das so gerne als ein Baustein, ja, weil ich bin ja auf dieser Welt. Und wenn es nur um mich alles gehen würde und ich zu allem fähig wäre, dann bräuchte ich ja nichts anderes. Ja. Ja, da brauche ich kein Netzwerk, da brauche ich keine Freunde, da brauche ich ja nichts, wenn ich zu allem fähig bin. Und das ist ja völliger Bullshit. Auch dieses Kick, alles, was um dich herum dir nicht passt aus deinem Leben, habe ich am Anfang mit gestruggelt, habe ich aber dann auch gesagt, jo, lebe ich so, bis ich dann gemerkt habe, hey, aber wenn das jeder macht, dann bist du irgendwann einsam. Wenn du keinem die Chance gibst, auch Freunde nerven dich ja manchmal. Und wenn du den dann auch aus deinem Leben kickst, weil er dir mal zwischendurch dich runterzieht, dann ist ja auch Kacke. Und deswegen bin ich da etwas kritischer geworden und habe dann wieder mehr in die Bibel hineingeschaut und habe gesehen, hey, das, was Jesus uns empfiehlt, ist nicht immer kompatibel mit dem, wie Persönlichkeitsentwicklung heute von den Bühnen gepredigt wird. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es auch da fehlt etwas bei Persönlichkeitsentwicklung, weil Persönlichkeitsentwicklung sieht nicht nur mich, sondern sieht auch den anderen. Ich glaube, Persönlichkeiten, die großen Persönlichkeiten, die wir kennen, auch heute kennen, die haben sich eingesetzt für etwas Großes, was der Gesellschaft an sich geholfen hat. Und das sind nicht die großen Unternehmer, Preacher, was das ist, sondern das, ja, oder die großen, die dachten, sie wären die tollsten. Nein, das sind ganz andere Menschen. Mutter Teresa wird dann oft genannt, es wird auch Martin Luther mal genannt. Aber ganz, ganz viele andere, die sich wirklich aufgegeben haben, Martin Luther King und so weiter, die sich wirklich aufgegeben haben für eine größere Sache und gesagt haben, ich lebe nicht nur für mich selber, sondern ich habe einen Auftrag und den möchte ich für andere einsetzen. Da geht es auch viel um Arme, da geht es auch viel um anderen Menschen helfen, da geht es um, und ich finde, das sind doch die großen Persönlichkeiten, die auch Schwäche zeigen können, die auch sagen können, ich bin nicht immer der Geilste und der Stärkste. Nein, ich habe meine Kämpfe in meinem Leben und ist das nicht auch eine gute und tolle, starke Persönlichkeit, die sagen kann, ich habe auch viel Leid erlebt, aber ich bin da durchgegangen. Und ich habe anderen helfen können. Und ich sage euch eins, die Freude, die man hat, wenn man anderen hilft, ist unfassbar groß. Und das wird oft vergessen. Es geht nicht um mehr ich, bin höher, weiter, schneller. Das kommt an seine Grenzen. Das merken wir gerade aktuell in unserer Gesellschaft. Und die Frage kommt, wie kriege ich denn jetzt wieder einen Sinn in mein Leben? Das Wort Sinn ist ein Riesenthema. Ja? Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ne? Das ist sinnstiftend. Das ist ja auch gerade jetzt im beruflichen Kontext. Ne? Ich merke ja einfach, die ganze Zeit schon, dass diese Prinzipien, die ihr da lebt und anwendet, genauso aufs Business übertragen werden. Absolut. Ja. Mitarbeiterführung, Rekrutierung, das sind ja alles Themen. Mitarbeiterwertschätzung, ja, wo viele Unternehmen gerade strugglen, keinen Nachwuchs finden, keine Bindung schaffen können und so weiter. Das ist auch oftmals mit Werterahmen und Führungsprinzipien zu tun hat. Also es lässt sich auf alles ausdehnen. Aber ich will nochmal euch ganz, also bevor wir nochmal intensiver bitte über erlebt Event sprechen, will ich euch nochmal in Anführungszeichen theologisch herausfordern, weil ich einfach denke, dass andere das auch vielleicht nicht so direkt verstehen oder sich das auch fragen. Wenn jetzt das sowieso alles geregelt wird und er mich besser kennt, ne, wie du sagst, Gott kennt mich ja besser als ich mich selbst zum Beispiel und er weiß, wo die Potenziale sind, das übernehme ich jetzt mal von dir und sage, dann ist es dann nicht egal, wie ich denke, dann brauche ich ja gar keine Persönlichkeitsentwicklung. Kann ich dann auch denken wie ein Rennschwein und er macht dann ein Rennpferd aus mir? Oder? Nee, also es geht eigentlich darum, dass Gott, also jeder Mensch, der ihn auf diese Welt gesteckt hat, ist ein Geschöpf Gottes. Und Gott möchte, und das beschreibt er so schön in den Früchten des Geistes, das wird jetzt sehr, sehr tief gehen, die in der Bibel zu sehen sind. Aber die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Frieden, Selbstbeherrschung, Langmut, Geduld, Sanftmut,
Das sind so Sachen, die Gott in uns eigentlich herausholen will. Wenn wir zu Gott finden, und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man sagt, okay, Gott, ich brauche dich. Also ich brauche dich in meinem Leben, weil ich komme alleine vielleicht nicht klar. Dann erkennt Gott diesen Herzenswunsch. Und es ist nicht so, dass du jetzt machst, was du willst und es passiert eben. Nein, ich glaube, dass wir selbst aufgefordert sind als Menschen, uns diesem Gott anzuvertrauen. Und dann tut Gott was in unserem Herzen. Und er möchte, das ist doch so toll, wenn man sagt, Gott möchte die Freude in uns rausholen, die Liebe, die Dankbarkeit. Und ich glaube, dass dadurch, durch die Begegnung mit dem Herrn, mit Gott, dass dadurch einfach auch die eigene Persönlichkeit viel, viel weiter vorankommt und gestärkt wird und man einfach auch für andere dann schaut. Verstehst du so ein bisschen den Sinn, den ich gerade erwartet habe? Ja, okay. Okay, vielen Dank. War mal gespannt, oder ich war gespannt, was du. Was ich sage. Wie du das erklärst. Also, ich merke schon, ich könnte da auch noch 5 Stunden mit euch drüber reden, weil einfach mir auch immer direkt, mich interessieren immer alle Positionen und mir fällt auch immer sofort ein, was jemand fragen könnte, der das heute zum ersten Mal hört. Absolut, das finde ich auch richtig. Und dann denke ich, ja, was sagt denn dieser Tobias da? Okay, aber lasst mich nochmal besser verstehen. Für wen ist Erlebt-Event gemacht? Andreas, magst du das vielleicht kurz sagen? Wie siehst du das? Ja, sehr gerne. Wer darf da hinkommen? Oder für wen ist es ideal? Auf der Suche nach welcher Lösung? Oder welches Problem? Darf ich auch noch mal kurz auf die Frage antworten? Auf die? Der Theologe gerade beantwortet hat. Ich bin ja kein Theologe und ich habe mir die Frage in meinem Leben halt auch öfter gestellt. Und die spannende Situation ist einfach, dass Gott uns immer wieder, das sehen wir auch in der ganzen Bibel immer, wie Gott fordert uns heraus. Er gibt uns eine Wahl. Er sagt, Herr, das und das empfehle ich dir zum Beispiel in diese Richtung, aber du musst den Schritt gehen. Ja, ich erinnere da an eine sehr krasse Situation in der Bibel, wo Jesus Petrus ruft, komm zu mir auf dem Wasser. Und Petrus muss sich entscheiden, das zu machen oder nicht. Und als er das tut, dann gelingt es halt auch. Deswegen geht es nicht darum, dass Gott sagt, hey, es ist alles vorbestimmt und es passiert eh so, wie ich das will, sondern du darfst schon mitentscheiden. Das, so empfinde ich das. Ja, eine super, super Ergänzung nochmal zu der theologischen Ausführung. Macht die Sache auch verständlich. Danke. Jetzt zu dem Event. Was erlebt Event? Für wen ist das Event? Ja, für wen ist das erlebt? Das erlebt Event ist für jeden, den das Thema Persönlichkeitsentwicklung zuallererst natürlich interessiert, der selber was aus seinem Leben machen möchte, der sich weiterentwickeln möchte, der aus der Komfortzone gehen möchte, der belehrbar ist, sagen wir mal, der von anderen Experten auch lernen möchte. Das ist das eine. Dann ist es für alle Unternehmer und Selbstständige, die einfach mal die Pause-Taste drücken möchten und an dem Tag sich mal mit sich selber beschäftigen möchten. Wo es darum geht, zu gucken, du bist Körper, Seele und Geist. Und ich habe schon so viele Unternehmer scheitern sehen, weil ihre Gesundheit einfach gestruggelt hat oder weil der Körper dann gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und auch dort wird es Menschen geben, die dir da helfen können. Oder wo es um dein Mindset geht, um deinen Geist, um deine Seele. All diese Dinge werden dort von verschiedenen Experten bedient. Und auch das Thema Beziehung spielt eine enorm große Rolle in unserer Gesellschaft. Und auch das wollen wir dort da Experten Raum geben, das Publikum damit zu dienen und zu wachsen. Und diese Themenbereiche betreffen grundsätzlich jeden und jeder ist dort willkommen. Tobi, ergänzt gerne nochmal. Also ich wollte nur mal kurz dazwischen gehen, bevor du was sagst. Du hast jetzt selbstständige Unternehmer auch explizit angesprochen. Warum ist das für Sie besonders interessant? Oh ja, das ist so gut, weil diese Menschen haben eine Verantwortung in der Gesellschaft. Sie haben in der Regel personelle Verantwortung und sie prägen ihre Familie, also ihre Ehe und ihre Kinder. Und wenn ihre Kinder sehen, dass Unternehmertum und Selbstständigkeit etwas Wundervolles ist, wo du nicht nur am Arbeiten bist, sondern trotzdem Zeit hast für Familie und für Gesellschaft, für Freunde, dann hinterlassen sie etwas Wertvolles. Wenn Mitarbeiter sehen, hey, es ist genial, gut geführt zu werden, wertgeschätzt zu werden, diese Menschen haben einfach eine große Reichweite und wir möchten Multiplikation. Wenn ich etwas gelernt habe, gebe ich das weiter und so wünschen wir uns als Unternehmer und Selbstständige,
dort einfach als Multiplikatoren wieder von dem Event weggehen und dann das anwenden mit den Menschen, die in ihrem Umfeld sind. Und sie berichten, was sie erlebt haben, um das Wortspiel nochmal aufzugreifen. Sehr gut. Tobias, werden die Menschen bei Erlebt den ganzen Tag frontal beschallt oder werden sie auch die Möglichkeit haben, sich miteinander zu vernetzen? Wie wichtig ist euch das? Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich bin ja selber Unternehmer und weiß auch, wie wichtig Netzwerke sind und auch Netzwerke sein können. Und das war von Anfang an auch unser Vorhaben, dass wir die Speaker jetzt auf 20 Minuten immer so begrenzen, so da, wir haben fast den ganzen Tag und da haben wir natürlich immer ganz viele Pausen zwischendurch, wo sich Leute eben auch vernetzen können. Da ist auch schon das eine andere oder andere Geschäft draus geworden, da ist auch schon, sind die einen oder anderen Beziehungen daraus entstanden und das haben wir natürlich schon auf unsere Agenda geschrieben, dass es sehr, sehr wichtig ist und ich glaube gerade, wenn wir uns da so einem Vertrauen begegnen, wie du es immer so schön sagst, Carsten, dann hat man auch, es ist einfach ein anderer Ansatz, so Geschäfte zu machen miteinander, man hat so einen Vertrauensvorschuss, glaube ich, und das kann auch sehr gut für die eigene Unternehmung hilfreich sein. Okay, das heißt, zum einen, da gehen wir gleich nochmal, möchte ich nochmal näher drauf eingehen, also was da so genau passiert. Das heißt, wir haben Content, also Inhalt und auch Begegnungen. Absolut. Und wir haben auch noch Interviewgäste, die so ein wenig über ihre eigenen Geschichten erzählen. Also nicht nur Speaker-Vortrag, sondern auch Interview. Alles klar. Im nächsten Lied geht es auch ein bisschen um wieder aufzustehen, wenn es nicht so gut läuft. Und danach unterhalten wir uns weiter über Tobias Essinger, Andreas Neufeld und das Event Erlebt am 13. Mai in Hanau. Als nächstes Under Day mit Rise Up. Ja, willkommen zurück und wir haben es gerade gehabt in der Pause. Das heißt Business Talk mit Carsten, aber dann sagt der Stefan, der mir heute hier hilft, sagt er, ist aber doch schon ganz schön tief geworden. Ja, und für mich ist das ein Kompliment, weil ich glaube, Business ist nicht das Gegenteil von Tiefe und ich möchte Menschen interviewen, kennenlernen, die ein Business betreiben. Die meisten, die übrigens ein Business betreiben, sind schon mal hingefallen, sind wieder aufgestanden. Ja, will diese Geschichten erfahren und möchte wissen, was wir alle, die wir ein Business haben oder eins haben wollen, davon vielleicht auch mitnehmen können. Und ja, Andreas und du, ihr habt euch getroffen. Jeder hatte sein eigenes Business. Das habt ihr immer noch und zusätzlich habt ihr jetzt auch noch ein gemeinsames und daraus ist Erlebt-Event entstanden. Wir haben darüber gesprochen in der C3 Event-Location am 13. Mai hier in Hanau und mich würde jetzt interessieren, was passiert da vor Ort genau? Also der Ablauf ist, wir haben circa 7 Speaker, die unterschiedliche Themen haben. Es geht um das Thema Berufung, es geht aber auch um das Thema Finanzen, es wird über das Thema Beziehungen gehen, also wirklich ein breiter Blumenstrauß an Themen, die einzelnen Experten eben darüber sprechen werden, circa 20 Minuten. Und dann haben wir immer noch so 3 Interviewgäste, die so ein bisschen aus dem Leben erzählen, auch aus der Persönlichkeitsentwicklung. Olli und Merle aus Zypern werden auch etwas sagen, wie sie eigentlich zu ihrem Business des digitalen Unternehmertums gekommen sind und was sie damit erlebt haben, wie sie heute auch arbeiten. Das ist auch sehr interessant tatsächlich, wie sie das machen. Aus Zypern aus, sie haben ja nur ein Büro, wo sie arbeiten, aber damit verdienen sie ihr Geld. Also sehr, sehr spannend. Und das wird so den Rahmen setzen. Der Andreas und ich werden das eben auch moderieren. Wir werden selber auch eine Keynote halten. Und dann gibt es natürlich die Pausen, wo wir uns austauschen. Es gibt ein paar Stände noch vor Ort, die man sich anschauen kann. Also Business-Leute, die da auch einen Stand gebucht haben. Und dann kann man sich da eben austauschen. Essen gibt es auch noch. Und ja, das wird ein sehr schöner Tag. Wir haben jetzt auch noch über Kinderbetreuung nachgedacht. Da sind wir jetzt gerade dabei. Das gibt es wohl auch. Da kann der Andreas vielleicht noch gleich zu was sagen. Aber das ist so der grobe Rahmen, den wir jetzt erstmal haben. Andreas, würdest du was hinzufügen? Das ist wirklich ein Buffet, ja, an Experten dort vor Ort. Und was wir halt auch in den letzten Events immer wieder gemerkt haben, es sind zwar Experten auf der Bühne, aber es sind genauso viele Experten in der Regel in den Reihen. Und ist diese Netzwerkzeit ein extrem wertvoll. Wir wissen, dass aus den letzten Events Beziehungen entstanden sind, Deals entstanden sind und ganz viel Bewegung entstanden ist. Und das ist halt uns sehr, sehr wertvoll. Und deswegen haben wir auch ein großes Portfolio, was wir da anbieten. Und auch diese Stände haben wir schon bewusst gemacht, weil wir möchten, dass in den Pausen auch die Leute Menschen kennenlernen, die den Alltag erleichtern können. Den Business-Alltag, den privaten Alltag. Und der Rahmen wird
grandios und groß werden. Also das Portfolio, was auch von der Bühne kommt, ist stark und tief. Und das Feedback haben wir auch von den letzten Events immer gehabt. Also da haben Leute gesagt, hier ist eine andere Energie oder hier spürst du eine, soll ich das so schön sagen? Einen anderen Geist vielleicht auch. Oder eine andere, ja, andere Stimmung. Beispiel. Tiefe, so. Tiefe, ja, glaube ich, war immer das Wort. Sehr viel Tiefe, Ehrlichkeit. Ja, genau. Und weißt du, Carsten, du bist ja selber auch aus dieser Bubble, so Persönlichkeitsentwicklung, Training, und du kennst das ja auch. Und was ich so phänomenal fand, das letzte Event, ist mir das so richtig krass aufgefallen. Die ganzen Experten auf den Bühnen, ja, die ganzen Speaker oder Interviewgäste, keiner von denen hat da oben so diesen Anschein gegeben, ich bin der Geist, ich bin der Coolste, kauft bei mir, macht das, sondern alle hatten eine dienende Haltung und haben einfach aus der Tiefe des Herzens erzählt, was sie gelernt haben, was ihre Learnings waren und was sie wirklich von Herzen weitergeben möchten. Und keiner hat irgendwie so krass da oben irgendwas gepitcht. Das war mir persönlich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, danke. Ich kann nicht nur so bestätigen, all das, was ihr sagt, das kann ich von den zweimaligen Teilnahmen oder zweimaliger Teilnahme, wo ich selbst vor Ort war, kann ich das bestätigen. Jetzt will ich nochmal diesen Faden aufnehmen, der heute schon ein paar Mal fiel. Ihr habt zwischendurch immer wieder, fällt das Thema Unternehmer, Business, Tools und Werkzeuge, die man dann auch im Leben, aber auch im Business verwenden kann. Lasst uns diesen Business-Aspekt mal ein bisschen ranzoomen. Warum ist euch das von Beginn an immer ein Thema gewesen, Unternehmer auch zusammenzubringen? Warum habt ihr euch nicht klar auf Privatleute fokussiert? Ich glaube, Andreas hat es eben schon mal in einem Satz gesagt. Ich glaube, dass die Zukunft der Gesellschaft vor allem auch viel über die Unternehmen als auch über die Unternehmen laufen wird. Menschen, die gesagt haben, ich gründe etwas, um diese Welt besser zu machen, die gesagt haben, ich übernehme Verantwortung auch für Mitarbeiter, ich übernehme Verantwortung generell, ich möchte etwas bewegen, sind, glaube ich, die Menschen, die die Zukunft auch in Deutschland wichtig mitgestalten werden. Und wir selber haben das ja erlebt und wollen da eben auch die Leute verbinden miteinander, ne? Dass sie auch gemeinsam zusammen vorankommen. Und das sind oft einfach auch Visionäre, Menschen, die schon Dinge sehen, die noch nicht da sind, aber die glauben daran, dass das entstehen kann, was in ihrem Bild, ich habe es ja selber so auch erleben dürfen. Und ja, die haben halt einfach so einen Drive und die wollen da was bewegen. Das ist das, was eine Zielgruppe, die wir sehr, sehr wichtig finden. Und ich glaube aber auch, dass diese Leute Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch christliche Werte eben on the top noch brauchen können, um einfach noch besser und auch erfolgreicher nach vorne zu kommen. Ja, lass mich da nochmal tiefer reingehen. Unternehmer, ja, sind ja den ganzen Tag Situationen ausgesetzt mit einem Mitarbeiter, mit einem Kunden, mit einem Steuerberater, mit dem Finanzamt. Ja, also auch unterschiedlichen Situationen. Heute noch ein Call mit dem Steuerberater. Ah ja, okay, dann weißt du, wovon ich spreche. Ja. Welche Situation fällt dir ad hoc ein, an die du denkst, wo du sagst, ja, das ist eine klassische Situation oder ja, ein Gedanke, mit dem sich ein Unternehmer auseinandersetzt, den er im Alltag, im beruflichen Alltag hat, die er mit Hilfe solcher Begegnungen, solcher Events, solcher Impulse, die er bei euch bekommt, bei Erlebt Event, lösen kann? Also einmal ist es der Aspekt des, man kommt als Unternehmer immer in solch eine Situation, wo man überlegt, wie kann man eigentlich seinen Karren weiterführen. Und manchmal ist es gut, mal sich Zeit zu nehmen, mal Ruhe zu finden und mal sich auch mal anderen Inspirationen hinzugeben und zu schauen, gibt es denn da noch etwas, wovon ich lernen kann? Und ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, es geht oft um das Thema Geld. Also Unternehmer denken sehr oft daran, dass genügend Geld da ist, die Mitarbeiter zu bezahlen, dass man genügend Geld hat, um einfach seine Zukunft zu bauen. Das ist einfach immer präsent, das Thema Geld. Und ich glaube, dass wir über unseren Event einen unfassbar großen Mehrwert bieten können, was den christlichen Glauben zum Thema Geld angeht. Denn ich glaube tatsächlich, dass wir als christliche Unternehmer oder als Menschen, die mit Gott unterwegs sind im Unternehmertum, viel sorgloser arbeiten dürfen. Da gibt es nämlich auch ganz viele Prinzipien dazu, wie das überhaupt gelingen kann, dass man nicht mehr so viel Sorgen und Ängste vor der Zukunft hat. Da hilft der Glaube an Gott unfassbar stark. Mir selber sehr, sehr viel schon geholfen. Deswegen ist auch das ein Ding, was man sich zumindest mal anhören darf, um zu überlegen, okay, vielleicht kann ich daraus was lernen. Da gibt es sehr, sehr tolle Prinzipien. Und es ist natürlich auch so, dass
Ja, natürlich durch Netzwerk und auch Menschen, die da sind, natürlich immer auch neue Aufträge entstehen können. Und ich glaube, das war bei mir immer so, wenn ich auf ein Event war, wo ich Leute hatte, wo es so eine gemeinsame Geschichte gab. So, das ist ja beim Erlebt-Event genauso. Dann hast du einfach einen gewissen Vertrauensvorschuss und du vertraust den Menschen erstmal ein bisschen eher dort vor Ort als anders. Und daraus muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind bei mir sehr, sehr viele Kunden schon entstanden für meine E-Productions GmbH. Durch die Teilnahme an solchen Events tatsächlich. Und weil man sich, man tauscht sich aus, man geht vielleicht einen Kaffee trinken, man redet ein bisschen intensiver und das wollen wir auf dem Erlebt-Event ja unbedingt, dass die Leute nicht nur darüber reden, jo, was mach ich, was machst du, das sagen wir von vorne immer, es geht auch darum, was ist deine Vision, wer bist du eigentlich und nicht nur, ach, ich bin jetzt der, ich mache jetzt das, sondern wo können wir auch zusammen vielleicht Dinge bewegen als Unternehmer oder Menschen, die was voranbringen wollen, wo können wir was gemeinsam, das wollen wir auch fördern, das fördern wir auf unseren Events, das ist uns wichtig zu sagen, hey, schaut mal, was ihr vielleicht gemeinsam tun könnt und daraus entsteht natürlich immer auch Geschäft. Und natürlich auch immer die Frage, wie kommt mein Geld, wo kommt mein Geld her? Ja, durch vielleicht so ein Event. Perfekt, perfekter Pitch. Ja. Man merkt, dass das gemachte Erfahrung. Ich kann es nur bestätigen, die umsatzreichsten Ideen kamen meistens an den Thekengesprächen und nicht im Vortragswesen selbst. Ja. Nichtsdestotrotz, lass uns doch mal gerne detailliert auch mal gucken, wer ist an dem Tag vor Ort? Andreas, magst du vielleicht mal kurz mal ganz konkret mit den Menschen anfangen, die da an dem Tag ihre Geschichte teilen und ihren Mehrwert geben? Ja, sehr, sehr gerne. Also vor Ort wird sein zum Beispiel ein Emanuel Bozan, der auch aus der Region da unten kommt, aus Wiesbaden. Und Emanuel Bozan ist zum Beispiel ein Mentalcoach und er begleitet angehende Fußballprofis oder schon Profis, die einen Profivertrag haben, und aber auch Führungskräfte. Und er wird aus seinem Repertoire, aus seiner Expertise, die er gesammelt hat, mit diesen jungen, erfolgsorientierten Menschen uns einen Mehrwert geben. Unter dem Titel, alle wollen etwas sein, aber nicht werden. Und ich bin schon so gespannt, weil diese Keynote-Titel hat schon in sich, weil wir als selbstständige Unternehmer wissen alle vermutlich, was er meint. Ja, alle wollen was sein, aber nicht werden, weil der Prozess, in die Selbstständigkeit zu kommen, als Unternehmer zu arbeiten oder angestellt zu haben, das ist ein Prozess und der ist nicht immer auf Rosen gebaut. Aber aus seiner Perspektive mit den Profis oder mit den Führungskräften hat das vielleicht nochmal einen kleinen anderen Ansatz und deswegen wird es zum Beispiel sehr spannend, was der Emanuel an dem Tag uns liefern wird. Super, super Thema. Also super Thema, super Titel. Erinnert mich an, ich habe eine Keynote, die heißt, alle wollen verkaufen, aber keiner will Verkäufer sein. Und das, ich stelle mir das ähnlich vor. Ich bin schon sehr gespannt, was Emanuel daraus macht. Wen haben wir noch an dem Tag? Wen erleben die Zuschauer noch? Wir haben den Tobias Essinger vor Ort. Ach ja. der alte Theologe. Tobi? Ja, genau. Ja, und dann Tobi erlebt es von der Bühne, Menschen zu inspirieren und ein großes Thema bei ihm ist halt Vertrauen. Und Tobi wird in Whom We Trust dieses Thema von der Bühne repräsentieren. Und ich kenne seine Rede schon. Er wird sicherlich wiederum etwas anpassen, so wie ich ihn kenne. Und das hat so viel Tiefgang, weil er als Unternehmer natürlich viele, viele Vertrauensthemen auch in seinem Leben gehabt hat. Und überhaupt sein Leben, jetzt nur kurz angerissen, seine Story. Also es wird tief und vor allen Dingen sehr, sehr spannend. Das kann ich euch versprechen. Gehe ich direkt mal dazwischen, weil ich nachfragen möchte. Sitzt ja zufällig hier oder auch nicht zufällig. Sag mal, Tobias, Vertrauen, das hört sich jetzt schon ein bisschen nach sozialer Wärme, nach Kuscheln an. Ja, wo ist jetzt der Mehrwert im Business für Vertrauen? Also, das ist die Grundlage tatsächlich allen Businesses. Wenn du nicht vertraust, A, deinem Mitarbeiter, B, deinem Geschäftspartner, nicht selber in dich vertrauen kannst, vielleicht aber auch in eine höhere Macht nicht vertrauen kannst, dann fehlen dir Dinge. Also, wir machen Geschäfte mit Vertrauensvorschüssen. Diese ganzen Verträge, die wir entwickelt haben, ja, nützen uns schon, aber ganz ehrlich, wenn der Vertrag gebrochen ist, ist Vertrauen weg, kannst du auch die Beziehung beenden.
So, und ich glaube, Vertrauen ist die Grundlage alles menschlichen Daseins und menschlicher Beziehung, die wir haben. Ohne das funktioniert es nicht. Auch in einer Beziehung, ne? Wo der Andreas ja drüber sprechen wird, das Thema Beziehung, das ist einfach die Grundlage. Und wenn du das nicht hast, da wird es immer scheitern. Das erleben wir jeden Tag in der Welt. Du hast ja so schön gesagt, man darf sich auch selbst vertrauen, ja. Daher absolut. Auch das Wort Selbstvertrauen, ja. Gibt einen starken Zusammenhang. Bin sehr gespannt, wie du das in deiner Keynote auslegst. Wer fällt dir noch ein, Tobias? Wen erleben wir noch vor Ort, entweder als Speaker oder als Interviewgast und mit welchem Impuls? Ja, also Olli und Merle hatte ich ja eben auch schon mal genannt, die ein Interview machen werden über das Thema. Die haben so eine wunderbare Coaching-Ausbildung gemacht, die heißt Business Drift Bibel. Und da gibt es, das ist echt interessant, cool. Ja, wirklich. Und die haben da echt ein krasses Netzwerk aufgebaut an Unternehmern und Selbstständigen. Die haben von Gott die Ansage bekommen, dass bis Ende des Jahres 10.000 Leute in ihrem Netzwerk sind. Und die coachen die einfach in dem Bereich dessen, wie man heutzutage sein Coaching oder auch seine Selbstständigkeit in die Sichtbarkeit bringt, wie man aber auch das erfolgreich tun kann. Es gibt da draußen sehr viele Marketing-Tipps und Dinge, wie man das machen soll. Und die haben da echt gute Ansätze gefunden, vielleicht auch mal anders zu denken, wie das denn geht. Also, und das hat natürlich auch viel mit Bibel zu tun, weil so hört man das ja, aber es ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen, dass es nämlich nicht immer nur mit Stress verbunden ist, wie ich jetzt immer, oh, Hauptsache ich komme an Kunden, ja, es ist nicht, sondern dass es eben auch ein bisschen entspannter vielleicht gehen darf. So, ne? Das ist super. Das ist sicherlich für extrem viele Unternehmer relevant, weil egal, was wir alle im Business machen, am Ende des Tages brauchen wir Kunden. Absolut. Am Ende des Tages soll irgendjemand nach der Beratung sagen, ja, ich mache das jetzt, Herr Essinger. Ja. Ne? Video drehen wir bei Ihnen und nicht bei jemand anderem. So ist es, ja. Und das Thema, wie kann man das mit Leichtigkeit machen und nicht den ganzen Tag im Hustle-Modus sein? Ja. Das wäre die Alternative. Ja. Das ist sehr wichtig. Für viele wichtig. Das ist sehr wichtig, dass dieses Hamsterrad aufhört. Viele Menschen sitzen im Hamsterrad in der Gesellschaft, auch in der Arbeit tatsächlich. Es betrifft nicht nur Unternehmer. Es gibt sehr viele Menschen, die sind unfassbar unzufrieden mit ihrem Job oder mit ihrem Beruf. Und das hat Gründe, warum das so ist. Und auf dem einen oder anderen Event haben tatsächlich Leute danach gesagt bei uns, ich wechsle meinen Job. Hat mir erst vor zwei Tagen jemand gesagt. Ich war auf eurem Event und danach habe ich so den letzten Pusher bekommen, meine Kündigung hinzulegen. Und das ist einfach, glaube ich, auch wichtig, manchmal zu sagen, hey, ist es überhaupt meine Berufung? Das ist ja auch so ein Thema, was da gespiegelt wird, ist die Berufung. Ist es noch ist mein Weg? Also ist es das, was ich gerade tue, ist es das, wofür ich eigentlich hier auf diese Erde gepflanzt wurde? Und ich glaube, dafür gibt es sehr, sehr viele Hinweise, wenn es A so ist oder wenn es B nicht so ist. Und da wollen wir auch helfen, den Leuten zu sagen, hey, Berufung, was ist es denn in deinem Leben? Und da gibt es eben auch zum Beispiel die Martina Matik macht das Thema bei uns auch auf, ne, dass sie darüber sprechen wird. Finde deine Berufung. Auch Jennifer Pepper wird da sein, die macht Interview mit uns, die zum Beispiel für Mamas, den Mamas hilft in der Selbstständigkeit. Also wie kann ich als Mama, ist ja, Mütter sind ja meiner Meinung nach ein Unfass, eigentlich auch Unternehmerinnen, wenn man das mal so sagen darf, was die alles wuppen müssen. Sie leiten ein erfolgreiches Familienunternehmen. Was sie alles wuppen müssen den ganzen Tag lang. Und da Hilfe zu bekommen, wie kann ich denn auch als Mama vielleicht in einem Business trotzdem von zu Hause tatsächlich mein Geld verdienen und wie kann ich da auch mich versorgen? So, und das wird auch ein Thema sein, ja. Vielen Dank. Also es wird, glaube ich, sehr deutlich in euren Ausführungen, dass ein christlich geframtes Event jetzt nicht den ganzen Tag Verse und Psalme abspult, sondern den realistischen Bezug zum privaten und zum geschäftlichen Alltagsleben. Wir hören jetzt gleich nochmal ein sehr schönes Lied, was ich mir diesmal gewünscht habe, den Farewell-Song von Vaya con Dios. Und danach möchte ich wissen, wie komme ich jetzt eigentlich zu Erlebt-Event, wen treffe ich eigentlich vor Ort und was darf ich erwarten? Und dann, was ich unbedingt noch wissen will, bevor wir, bevor unsere Zeit heute zu Ende ist miteinander, wie ist das mit Geld und Christentum? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wollte noch den letzten Ton von Vaya con Dios hören. Beeindruckende Stimmen. Lieber Andreas, ich würde gerne von dir noch ein bisschen wissen,
Wie komme ich jetzt zum Erlebt-Event, wenn ich nach den, nach den Worten, die ihr heute so gesagt habt, Bock habe, Lust habe zu erleben, was denn die zwei Superchristen da so veranstalten? Andreas, erzähl. Wie man da hinkommt, hast du gefragt. Ja, jetzt sag nicht mit dem Auto. Ich meine natürlich, wo. Parkplätze gibt es genug vor Ort tatsächlich. Ja, schön genutzt. Das auch tatsächlich, ja. Nein, also wo finde ich Informationen über euch und was kostet mich das und wo kann ich das kaufen? Wir sind im Internet tatsächlich präsent. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt Erlebt-Event, also Erlebt-Event. Da findest du die Speaker-Vorstellung und alle weiteren Details. Wir haben eine Internetseite, die heißt auch erlebt-event.de. Da findest du auch alle weiteren Details und Informationen, Ablaufplan, inklusive alle Sprecher und Interviewgäste. Ich möchte noch kurz was zur Kinderbetreuung sagen. Wir werden Kinderbetreuung vor Ort anbieten. Ich hatte gestern erst noch einen Call mit einem Paar, mit einem Mann, die auch eventuell nicht kommen wollten wegen Kindern. Und dann habe ich gesagt, wir werden das anbieten, so dass er gesagt hat, hey cool, dann überlegen wir uns das doch nochmal. Wir haben halt auch gemerkt, für Unternehmer oder generell für Menschen, wenn du sie aus dem Alltag rausreißt, einen ganzen Tag, tun sie sich manchmal schwer. Und wenn sie dann doch die Kinder irgendwie dabei haben können oder abgeben können für eine Kinderbetreuung, dann ist das doch immer noch eine kleinere Hürde. Deswegen auch das wird es geben. Das Event kostet 97 Euro für den ganzen Tag und auch bei Eventbrite sind wir vertreten, also da kann man ja auch nach Events suchen, da findest du uns auch unter Erlebt-Event in Hanau und auch dort kannst du dein Ticket erwerben. Also erstmal bei Instagram folgen, dem Erlebt-Event und Infos auf www.erlebt-event.de. Ticket kaufen, Gutes tun, weitergehen. Gutes tun, das will ich wissen. Ja, spendet ihr denn was? Du meinst auf dem Event? Ja, so letztes Mal weiß ich, du hast irgendwie für einen guten Zweck was gemacht. Gibt es diesmal auch ein bisschen Charity? Ja, ja genau, das machen wir auch immer. Nicht, das ist auch immer bei uns, dass wir sagen, wir wollen auch was abgeben von dem, was wir haben. Und wir spenden dann fleißig immer an eine Organisation. Vorletztes Mal war die IJM da, die International Justice Mission, die sich dafür einsetzt, dass die Sklaverei in der Welt aufhört. Da haben wir echt 7.500 Euro zusammenbekommen. Das war richtig klasse. Das war sehr stark. Und da haben wir echt toll was Gutes tun können mit. Ich glaube, man muss 10.000 Euro zusammenkriegen, um ein Kind rauszukriegen. Ja, frei zu kaufen. Genau. Und das wird jetzt wieder irgendeine Organisation. Wir haben ein paar noch in der Pipeline und wir überlegen gerade noch, wollen wir da auch wieder natürlich unterstützen. Das ist das, was wir auf jeden Fall immer tun werden auf diesen Events. Okay, das heißt, man tut sich was Gutes, indem man Content bekommt. Man tut euch was Gutes, indem man eure Mission supportet und man tut anderen was Gutes, indem man Charity unterstützt. Dann gehen wir in die letzte musikalische Unterbrechung mit einem besseren Abschluss, könnte es nicht geben. Das Leben ist schön von Sarah Connor. So, und herzlich willkommen zurück. Ich habe ja gesagt, ich will noch was wissen zum Thema Christentum und Geld. Weil manche könnten denken, muss man da nicht alles weggeben und muss man nicht Selbstkasteiung betreiben. Ja, vielleicht kannst du zum Ende unserer Sendung nochmal Impuls geben, lieber Tobias, zum Thema, wie verträgt sich Geld und Christentum? In der Vergangenheit war es immer schwierig, gab immer das ein oder andere Problem da, wenn die Kirche da viel Macht hatte, kennen wir vielleicht alle so ein bisschen, aber ich glaube, dass Geld an sich erstmal nicht böse und auch nicht gut ist. Also Geld ist immer erstmal neutral und ich glaube, der biblische Ansatz ist einfach, Gott möchte, dass er auf der ersten Stelle steht, nicht dein Geld. Und ich glaube, dass, so sagt die Bibel immer, das ist der Mammon, so, das verwenden wir ja auch manchmal dieses Wort, ne? Und es ist im Endeffekt einfach dieses Streben nur nach diesem Besitz und ich glaube, dass Gott und dann Gott vergessen wird. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir genug haben. Ich glaube, dass Gott ein Geber ist. Ich glaube, dass er uns auch geben möchte. Und ich glaube auch, dass er uns versorgen will. Nur ist unser Herz oft, will eher das Geld auf die erste Stelle stellen. Und ich glaube, wenn das Geld auf der ersten Stelle deines Lebens steht, dann hast du ein Problem tatsächlich. Und das siehst du immer wieder. Durch Gier, durch Geiz, was eben in der Gesellschaft auch ganz stark vorhanden ist. Und da möchte Gott einfach nur auf die erste Stelle und sagt, hey, ich versorge dich, vertraue mir. Ich bin dein Gott und ich habe dir viel zu geben, denn ich habe alles erschaffen, mir gehört alles, kann ich alles geben. Und deswegen glaube ich, dass Gott damit kein Problem hat mit Geld, aber eben mit dieser Gier danach.
Perfektes Schlusswort. Lieber Andreas, lieber Tobias, ich freue mich, dass ihr beide genau meine ersten Gäste wart in der ersten Sendung. Business Talk mit Carsten hier bei Radio Hanau. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Am 13. Mai Erlebt Event im C3 in Hanau. www.erlebt-event.de. Dort gibt es Infos und Tickets. Ich bin dort bei euch, freue mich auf das Event und wünsche euch viel Erfolg bei eurer Mission und bis ganz bald. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, mein Lieber. Bis bald. Business Talk mit Carsten.